Hallo und herzlich willkommen zum Eintracht-Podcast. Ich bin nicht der René, der ist nämlich noch, was weiß ich, im Urlaub, ist er glaube ich nicht mehr, der muss arbeiten. Wir müssen auch die ganze Zeit arbeiten, sind aber trotzdem hier mit der 357. Folge des Eintracht-Podcasts an meiner Seite. Wie immer, da bin ich sehr froh, der Dennis, hallo. Ja, servus, hallo. Und der wunderbare, einzigartige Basti. Gute und Grüße, wie man im Norden sagt. Ich bin gespannt, ob wir im Laufe dieses Abends noch den ein oder anderen Gast dazu bekommen. Wir haben hier mehr oder weniger Open Midnight. Ja, also ich bin mal gespannt, vielleicht passiert da noch was. Aber eine ganze Menge passiert aktuell jetzt auch auf dem Transfermarkt, können wir eigentlich sagen. Lass uns doch damit doch mal anfangen, oder? Ja, wie bestellt, würde ich sagen. Also irgendwie, ich habe es vor 20 Minuten gelesen, jetzt nehmen wir auf und die Sondersendung. Die Rückkehr von Trapp scheint jetzt morgen fix gemacht zu werden. Und das Spektakulärste für mich an der Nummer ist die Ablösesumme. Weil wenn man jetzt zusammenrechnet, haben wir tatsächlich wenn man den Zahlen glauben darf, aber man nimmt mal die niedrigsten Zahlen, die man so liest, haben wir für die drei Rückkehrer zusammen 20 Millionen Euro gezahlt. Das wäre mega spektakulär. Das ist ja schon fast frech wenig, ehrlich gesagt. Also, ne? 7 Trapp, 4 Rode, 9 Hinteregger, das ist ja wahnsinnig gut. Ja. Wahnsinnig. Also da muss man ja wirklich sagen, dann haben die Verantwortlichen extrem gut eigentlich verhandelt, muss man sagen. Denn erinnern wir uns, wie viel bei Trapp allein im Raum stand, da haben wir schon gedacht, naja gut, also wir wollen jetzt nicht wirklich mehr zahlen als das, was wir damals für ihn bekommen haben. Wenn es wirklich so ausgeht, dann muss man ja sagen, dann haben wir fast Geld noch gut gemacht. Geil auch, dass an ja angeblich dann 5-Jahres-Vertrag dranhängt. Das ist ja auch dann, falls wir nochmal Interesse hätten, ihn nochmal zu verkaufen, mal sehen, was die Zukunft so gibt. Aber es ist Wahnsinn. Also 7 Millionen Leute, wenn man überlegt, die letzten zwei, drei Wochen haben wir ja immer wieder drüber gesprochen, haben gesagt, mehr als 10, oh Gott, dann 15 gelesen. Das ist ja total wieder, was machen wir da jetzt? Müssen wir im Endeffekt, mit welchem Torwart gehen wir in die Runde? Das waren ja alles so ganz wichtige Fragen, die im Endeffekt mit dem Baustein Trapp und ja, Sondersendungstitel hätte es heute nicht geben können. Ja, definitiv. Definitiv ist es halt auch genau diese wichtige Schaltstelle, kann man eigentlich sagen, in der Torhüter-Position. Das ist nicht nur mein persönliches Fable, sondern das ist de facto auch eine ganz, ganz wichtige Position innerhalb der Mannschaft, ja. Und wir hatten ja schon mit Ausweichkandidaten eigentlich mehr oder weniger gesprochen, wo wir gesagt haben, na gut, vielleicht kommt ein Esser. Das kann ja immer noch passieren, ja. Aber Esser wäre ja so auf jeden Fall jemand gewesen, der zumindest mal auf der 1 hätte spielen können, aber mit der Nummer Trapp, das ist natürlich die absolute Königslösung. Ja, vor allen Dingen, wie ihr es gesagt habt, diese Ängste, die wir hatten, weil bei Hinteregger standen 16 Millionen im Raum, bei Rode waren es teilweise irgendwie 6 und bei Trapp hast du ja auch schon gesagt, da ging es auch an die 12 Millionen. Also da haben wir wirklich gut verhandelt, Ausdauer bewiesen und ja, das ist mega gut. Also diese alle drei Rückkehrer haben für sich selber einen sportlich sehr, sehr großen Wert und ich glaube, die Planungen, die wir hier in den letzten Wochen auch immer so vage probiert haben zu gestalten, die kannst du zumindest hinten jetzt komplett abschließen. Also ich glaube, die Verteidigung steht, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Die Verteidigung steht. Wir sind extrem gut besetzt eigentlich, oder Dennis? Also ich meine, defensiv muss da jetzt nichts mehr gemacht werden, oder? Ja, gut, es ist immer die Frage, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, welches System willst du spielen etc., aber an sich, gerade wenn man an die Zeiten in der letzten Saison denkt, was ja sehr gut funktioniert hat über lange Zeit auch, sind wir natürlich auf den Positionen super besetzt. Ich bin auch gespannt, wie die Spieler sich so integrieren, ob ein Durm eine wirkliche Rolle spielen wird, auf den Außen, wo wir ja auch dann irgendwann gemerkt haben, und da haben wir auch in der letzten Woche und vorletzten Woche schon drüber gesprochen gehabt, es ist natürlich was, musst schauen, dass du einen breiten Kader hast, damit du hinten raus nicht wieder, dass dir nicht die Luft ausgeht. Ne? Ja. Immerhin, ja, drei Wettbewerbe, es wird spannend und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall diese Saison noch ein bisschen mehr Power am Ende haben. Und ich denke aber, Marvin, da bin ich voll bei dir auch, die Kaderplanung hinten in der Abwehr sieht auf jeden Fall schon verdammt gut aus. Und die Lücken sind eher noch woanders, ne? Haben wir auch ja schon. Genau, da reden wir auch gleich drüber. Aber wir können schon festhalten, defensiv ist der Käse jetzt eingetütet. Wir brauchen uns darüber keine Gedanken mehr machen. Oder seht ihr da immer noch Handlungsbedarf? Nö, aber apropos Tuta, ich bin zu viel bei Fußball 2000 unterwegs. Ich merke das. So oft wie wir aber auch produzieren in der letzten Zeit, ja. Mhm. Und Tuta wurde jetzt, glaube ich, nach Belgien auch ausgeliehen. Also, genau, Korteig. Und was man so hört, hat er jetzt im Trainingslager nicht unbedingt überzeugt. Also die ersten positiven Eindrücke, die man am Anfang irgendwie von ihm hatte, konnte er nicht bestätigen. Also diese Leihe gefällt mir auch gut, ohne Kaufoption. Also ist auch wichtig, zu sagen, okay, wir gucken uns den jetzt mal an und dann holen wir ihn bei Bedarf zurück.
Weil es gibt ja auch Verteidiger, die wir im Kader haben, die ihn unbedingt nicht jünger werden. Wir reden über Abraham, Hasebe. Aber ich würde ja sagen, für diese Saison, selbst für eine Europapokalsaison, selbst wenn wir, weiß ich nicht, wieder in die Gruppenphase kommen, bin ich da hinten eigentlich sehr, sehr ruhig, muss ich sagen. Also du hast da verschiedenste Modelle jetzt möglich gemacht. Mhm. Und vor allen Dingen hast du einen Torwart, der das Ganze irgendwie geil zusammenhält. Und was ich bei Trapp am wichtigsten finde, haben wir auch eigentlich schon ausführlich drüber gesprochen, der schreit die Leute auch immer an. Ja. Und die Leute müssen das ernst nehmen. Ja, das muss man sagen. Also der hat schon so eine gewisse Autorität. Ich glaube schon, dass der, wenn die Eintracht so ein bisschen wieder, was jede Mannschaft, glaube ich, hat, irgendwann mal so ein bisschen der Schlendrian drin ist, egal wann in der Saison, ist er trotzdem jemand, der entweder auf dem Platz oder selbst in einem Interview danach sagt, ey Leute, so habe ich keinen Bock drauf, ich will Erfolg haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß, dass bei Trapp viele, ja, ich habe sogar tatsächlich Stimmen gelesen, die an seiner sportlichen Qualität irgendwie gezweifelt haben. Kann ich nur bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, aber alleine von der Persönlichkeit her ist das wirklich was, was mich komplett ruhig schlafen lässt. Wir haben jetzt Hinteregger hinten, wir haben Trapp zurückgeholt, wir haben Rode zurückgeholt. Das waren wirklich drei Spieler, die echt wichtig waren. Mhm. Die man guten Gewissen zurückholen kann für einen guten Preis. Also das ist wirklich eine absolut runde Sache. Hm. Und Dennis hat es ja schon angeteasert, wenn wir weiter nach vorne gucken, sieht es ja schon ein bisschen anders aus. Ja, das stimmt. Da will ich auch gleich mit euch nochmal drüber sprechen. Aber gerade wenn du die Kritik an Trapp nochmal ansprichst, da will ich auch nochmal ganz klar festhalten. Wir können uns natürlich darüber unterhalten, wenn er jetzt 15 Millionen gekostet hätte, hätte man was anderes machen können. Ja. Aber ich meine, wir jetzt mit dem kolportierten Preis von roundabout 7, selbst wenn es 9 waren, müssen wir doch sagen, wir haben hier jemanden, der kann sich sofort wieder eingliedern. Das ist ja das Ding. Also du holst dir einen Trapp und du weißt, was du an ihm hast, weil den hätten wir auch am 31.8. noch holen können. Es wäre kein Drama gewesen, weil er sich sofort eingefügt hätte. Und ja, diese Qualität, gleichzeitig aber auch mit einer gewissen Siegermentalität. Ich finde, Trapp sticht insofern ein bisschen aus dem normalen Eintracht-Gefüge hervor, als dass ich bei ihm immer das Gefühl habe, diese Mentalität, was ihr eben gerade angesprochen habt, dieser unbedingte Siegeswillen, die transportiert er durch und durch. Und ich glaube, allein deswegen ist er extrem wichtig und ist ja genau das, was wir immer bei Renault so ein bisschen kritisiert haben, auch wenn er gar nichts dafür kann. Aber er ist die Antithese eigentlich zu Trapp, der extrem laut ist, extrem rumschreit und auch will. Er will einfach. Und ich glaube, allein deswegen ist es für die Eintracht ein mega großer Vorteil, jetzt auf so einer sicheren Position einen so stabilen Mann zu bekommen. Finde ich auf jeden Fall auch, Marvin. Eine Sache, die mich jetzt noch natürlich interessiert, ist, was wird aus Renault? Ja. Denn das ist meiner Meinung nach wieder ein klares Bekenntnis dafür, ob wir ihn noch abgeben. Keine Ahnung, ob da noch überhaupt Interessenten da sind. Es ist eine ganz schwierige Nummer. Ist ja auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange die Verletzung jetzt haben wird. Habt ihr da was gehört, wann er wieder zurückkehren soll? Draußen merkwürdige Geräusche. Nee, ich habe das ehrlich gesagt nicht genau gehört. Ich glaube, da sind noch mehrere kleinere Verletzungen dran. Aber Fakt ist, ich gebe dir vollkommen recht. Der Junge hat bei uns leider gar keine Zukunft mehr. Und jetzt ist an der Zeit, ihn auch irgendwie zu verkaufen. Also jetzt ist wirklich die Zeit zu sagen, okay, es geht so nicht weiter. Wir haben auch Trapp, der ist ja jetzt nicht irgendwie geliehen. Der bekommt jetzt, was man so hört, einen 5-Jahres-Vertrag. Das deutlicher kann ein Statement nicht ausfallen. Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auch. Und das war bei Rode auch so. Das klingt schon so, als wenn das wirklich auch mal zumindest so ein Korsett an Spielern ist, auch Hinteregger. Mhm. Wo wir jetzt im nächsten Sommer nicht schon wieder Angst haben müssen, dass sie abhauen, sondern dass man sagen kann, klar wirst du immer, gerade beim Verein wie Eintracht, immer wieder Spieler verlieren, aber dass man zumindest jetzt eine Basis an Spielern hat, die da ist, die auch eine Achse bilden, du hast einen Torwart, einen Innenverteidiger und einen Mittelfeldspieler, ja, die zumindest so eine Achse bilden, um die du herum Sachen bauen kannst, und ich hoffe, dass Kostic auch noch lange bleibt, dann hast du wirklich so fünf Spieler vielleicht, die immer da sind, und die sind auf einem ganz anderen Niveau als Spieler, die wir in der Vergangenheit hatten. Also wenn du mir vor 3 Jahren gesagt hättest, wir haben irgendwann eine feste Achse mit Trapp, Hinteregger, Rode und Kostic, hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall, klar. Mhm. Weil, wie gesagt, Rode, das sind da eigentlich genau diese Spieler gewesen, die wir in der Vergangenheit verloren haben, weil bessere Vereine die haben wollten. Und die sind jetzt quasi hier und die sind trotzdem von ihrer Qualität, das ist nicht so wie bei Russ, glaube ich, finde ich. Also Russ ist wiedergekommen, wo du gedacht hast, ja gut, hast es selber gemerkt, reicht nicht, kommt halt wieder so. Also ich glaube, Rode... Leider ja. Rode könnte in dem Zustand trotzdem auch noch bei einem Verein eine kleine Regaleinheit über uns spielen, wenn er fit bleibt. Wenn er und fit Trapp, genau. Und Trapp und Hinteregger auch. Also das sind trotzdem Spieler, die... Ja, die hätten wir vielleicht vor 3 Jahren, 4 Jahren hätten wir die nicht bekommen. Und zeigt die Entwicklung und ist wirklich geil. Ich bin... Ja.
beängstigend entspannt gerade. Ich auch, ja. Sorry, Basti, genau, hast völlig recht. Ich bin auch sehr entspannt, weil ich habe gerade noch mal so ein bisschen geguckt. Eigentlich sind wir ja auf jeder Position wirklich in der Abwehr doppelt vertreten. Ich habe gar nicht mehr an unseren Freund Timothy Chandler gerade gedacht, der ja wirklich auf einem sehr guten Weg ist und eventuell ja auch uns dann auf der rechten Seite noch ein bisschen Freude macht. Da Costa, später kommen wir ja noch dazu, macht meiner Meinung nach auch ordentliche Fortschritte, gerade auch was Flanken etc. Angeht. Und ja, auf der anderen Seite Kostic, Sturm. Ich denke, da sind die Seiten auch gut besetzt. Ja. Und wen wir ja im Endeffekt hier auch immer wieder so ein bisschen vergessen, ist nicht richtig, aber der ja zum Glück jetzt auch mal wieder eine Rolle gespielt hat. Endika ist natürlich auch jemand, der so jung ist und so hungrig ist und diese Qualität hat, dass man da, denke ich, wirklich für die nächsten Saisons, wenn wir uns gut anstellen, auf jeden Fall eine gute Basis haben. Ja, definitiv. Also ein Dicker wird ja sowieso auch einer der Spieler sein, die, wenn sie jetzt genügend Spielzeit nochmal bekommen, vielleicht auch mal durch ein paar Tiefs durchgeschleppt werden, nochmal den nächsten Schritt gehen können. Aber ich denke, wir haben hier eine sehr, sehr gute Struktur in der Defensive geschaffen, die auch solche Ausreißer wie in der letzten Saison, die durchaus bedenklich waren, wie beispielsweise das grausame Ergebnis in Leverkusen, fürchterliche Ereignisse bei München, bei den Bayern, dass das sich nicht wiederholt, ja, sondern dass wir hier wirklich ein Konstrukt haben, was dementsprechend stabil ist. Ihr habt es eben schon angesprochen, wir haben eigentlich auf fast allen Positionen sind wir da ganz gut doppelt besetzt. Ich finde zum Beispiel, dass wir besser besetzt sind auf der Linksverteidigerposition mit Durm, du hast ihn schon angesprochen, da war davor halt jemand wie Willems, der wahrscheinlich größere, ja, technische Fähigkeiten hat, aber bei weitem nicht so stabil ist. Willems, haben wir nicht drüber gesprochen, ist jetzt auch weg. Der ist jetzt bei Newcastle, wenn ich das richtig sehe. Versucht dort sein Glück. Newcastle war ja lustigerweise immer wieder interessiert und jetzt haben sie wirklich den Schritt gemacht. Ne? Wir haben ausgeliehen auch, haben eine Kaufoption, ich weiß nicht, wie hoch die ist, da bin ich gespannt. Hm. Die wird nicht ganz so niedrig sein, weil du hast es schon gesagt, Willems ist für mich halt, ich war sehr, sehr großer Willems-Fan die ganze Zeit und ich bin auch erst, ja, mein Phantom ist auch erst ein bisschen verschwunden, als er angefangen hat, Mittelfeld zu spielen. Mit seiner Spielweise und mit seiner teilweise Konzentrationsschwächen, das ist teilweise wahrscheinlich auf der Linksverteidigerposition nicht so aufgefallen. Mhm. Ja, und der war auch viel zu nah. Ja. Und genau, und das ist links nicht so aufgefallen. Und man muss halt sagen, ich glaube auch nicht, dass die Eintracht selbst damit gerechnet hat, okay, dass Hütter vielleicht wirklich komplett bei dieser Fünferkette bleibt und B, was halt wirklich für Willems Pech war, dass Kostic so eine Monstersaison spielt. Das hätte, glaube ich, vor keiner von uns erwartet, weil Kostic ist ja auch, wir haben es ja hier auch oft gesagt, gefühlt wirklich das seit der WM durchgerannt und hat jetzt, glaube ich, in Tallinn nicht aufgehört, sondern rennt jetzt munter weiter. Das ist halt für Willems blöd gewesen, musste dann auf eine fremde Position, die ihm laut eigener Aussage auch gar nicht liegt. Ob man dann sich so gehen lassen muss, sei dahingestellt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er sich in England präsentieren wird. Ja. Und ob Newcastle eine Kaufoption zieht, aber Dennis hat schon gesagt, Durm. Wir haben jetzt die Eindrücke von unseren Fußball 2000-Kollegen gehört, die gesagt haben, ja, so unfassbar präsent ist er nicht. Ich glaube auch, das kann man von ihm gar nicht erwarten. Alleine, dass man so einen Spieler einfach irgendwie ablösefrei kriegt als Backup, ist doch wunderbar. Also ich glaube auch nicht, dass das ein Typ ist, der dann riesig Stress macht, wenn er nicht spielt. Ganz ehrlich, ich bin so relaxed. Das ist doch mal ganz ehrlich eine richtig gute Verstärkung. Durm hat keine Ablöse gekostet. Der wird jetzt auch nicht die Welt an Gehalt kosten. Der hat in der letzten Zeit auch einen kleinen Knick in der Karriere gehabt. Ist, glaube ich, froh, dass er zu einer Mannschaft kommt, die im Grunde einigermaßen stabil ist. Und für mich ist der halt auch einfach stabiler im Defensivbereich als Willems, dem ich einfach nicht über den Weg trauen kann in dieser Situation. Und da ist mir das vollkommen recht. Und der wird auf seine Einsätze auch kommen, in welchem Konstrukt auch immer. Natürlich kann sein, dass Kostic seine zweite brutale Saison spielt. Ja, hat er Pech. Aber es gibt auch immer mal eine gelbe, eine rote Karte, die fünfte gelbe oder was weiß ich. Wenn Kostic ist jetzt auch mal jemand, der immer gut dabei ist. Das hast du auch gegen Tallinn gemerkt. Der rennt dann auch sofort den Gegner um, wenn er keinen Bock drauf hat. Also insofern, da kann es auch mal eine rote Karte geben. Und vielleicht ist es dann für Durm die Möglichkeit zu zeigen, dass er doch auf dieser Position auch glänzen kann. Aber das wird die Zeit zeigen. Wichtig ist für uns, und da müssen wir egoistisch sein, dass wir als Fans einfach sehen, dass diese Position doppelt besetzt sind und dass wir richtig ruhig schlafen können. Da, finde ich, hat Bobic einen herausragend guten Job gemacht. Aber lass uns wirklich genau darüber sprechen, was ihr eben auch schon angedeutet habt. Natürlich gibt es eine Position, das ist die große Vakanz. Das ist im Sturm und da hat man, nur ehrlich gesagt, noch nicht großartig viel gehört aktuell, oder?
Nee, leider nicht. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Das ist, macht mir auch ein bisschen Magenschmerzen, auch wenn natürlich Paciencia jetzt am Wochenende auch gut, Wochenende sei schon letzte Woche, gut gezeigt hat, dass er auch ein Stürmer ist, der trifft. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, was haben wir ja auch schon drüber gesprochen, du bist einfach überhaupt nicht variabel mit den Menschen, die wir momentan zur Verfügung haben. Und ob die diese Leistung über mehrere Spiele bringen können, da sind wir uns doch alle einig, das wird sehr, sehr schwierig. Also fehlen, und wir haben letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen, eigentlich drei Spieler. Wenn wir jetzt noch einen Hammer-Transfer da bekommen, wäre das schon meiner Meinung nach super wichtig. Also Ja. Also schauen wir wenn, mal. ja, ich finde ja genau, was Dennis sagt, aufgreifen von letztem Mal, als wir gesagt haben, holen wir zwei oder drei. Also ich würde von den dreien abgehen, wenn wirklich, was Hütter sagt, Kamada wirklich bleibt, dann scheint er eingeplant zu sein. Dann würde ich auf der 10 sagen, okay, da spielen Gacinovic und Kamada. Wenn ich ganz ehrlich bin, überzeugt mich keiner von beiden zu 1000%. Ich glaube aber, das musst du in einem Kader wie bei einem Verein wie Eintracht Frankfurt einfach verkraften. Also die Eintracht wird nie eine Mannschaft haben, wo wir mit jeder Position sagen, Alter, geil, 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 geil. Und die beiden sind jetzt auch keine absoluten Bratwürste. Das heißt, wenn du auf der 10 Kamada und Gacinovic hast und hast eventuell noch irgendwie, dann holst vielleicht noch irgendwann einen Stürmer, der beides spielen kann, so ja, ein bisschen wie Rebic vielleicht. Hast du da vielleicht noch so einen zweieinhalbten Backup? Aber was ihr sagt, was halt wirklich noch kommen muss, und das ist wirklich ein, ja, das müsste eigentlich echt nochmal so ein Ausrufezeichen-Transfer sein, auch wenn ich mich fast gar nicht traue, nach den ganzen positiven Transfers das zu fordern. Aber für mich fehlt der Stürmer Nummer 1, fehlt für mich noch. Also der erste Stürmer, der wirklich der vorne das Flaggschiff ist. Weil Paciencia spielt sein zweites Jahr. Ich weiß auch, dass er sehr, sehr positive Ansätze hat, hat jetzt auch zweimal getroffen. Für mich ist er trotzdem an gewissen Stellen, ja, wie soll ich sagen? Ich kann das gar nicht so greifen, aber irgendwie fehlt mir bei ihm so das gewisse Etwas in gewissen Situationen, dass ich mir vorstellen kann, okay, den schickt einer lang und dann schlänzt der einen Ball lang in die Ecke so. Also ich weiß nicht, bei ihm sehe ich Kopfballtore, bei ihm sehe ich vielleicht, dass er mal den Ball geil weiterleitet. Aber so diesen eleganten, eiskalten Abschluss sehe ich bei ihm nicht. Und was ich bei ihm auch nicht sehe, ist so ein wirklich imposanter Körper, der dafür sorgt, dass man Bälle dass er mal Bälle abschirmen kann. Lasse mich da natürlich gerne eines Besseren belehren. Nichtsdestotrotz würde ich zumindest, wenn mein Wunsch nach einem Stürmer Nummer 1 nicht erfüllt wird, dann brauchen wir zumindest einen Stürmer Nummer 2, weil ich finde, dass du Jovetic, egal wie der jetzt abgehen wird, und wenn er abgeht, dann soll er von mir aus alle 34 Spiele in der Bundesliga machen, kann man aber ihm nicht aufbürden und will ich eigentlich auch nicht. Okay. Ja, das ist halt ein sehr, sehr guter Punkt. Also darüber müssen wir einfach nochmal sprechen, denn es kann halt nicht sein. Und ich glaube, erstmal will ich mal grundsätzlich sagen, ich finde, dass die Eintracht, beziehungsweise in Form von Bobic und Hübner, wie auch immer da er beteiligt sein mag, bislang einen richtig guten Job auf dem Transfermarkt machen. Ich denke, das kann man erstmal festhalten, wo man sagen muss, okay, guck dir an, was jetzt alles passiert ist. Du hast das nicht ganz, ja, einfache Geschäft mit Hinti zum Vollzug gebracht. Rode hast du ein bisschen gewartet, hast du hinbekommen. Trapp ebenfalls. Also das sind erstmal schon richtig gute Nummern. Du hast mit Jovetic jemanden verpflichtet, der eine Menge Potenzial hat. Das sehen wir sofort. Aber ich gebe dir natürlich in der Causa auch Paciencia, gebe ich dir recht. Da habe ich viel Gutes gesehen, auch beim letzten Spiel, wir können ja gleich nochmal ganz kurz über Tallinn sprechen, wo er zwei Tore gemacht hat, wo er sehr präsent war. Aber wir brauchen halt schon diesen Stürmer, der einem ein bisschen mehr versprechen kann und der vielleicht auch noch mal so ein bisschen so eine Message transportiert, oder? Ja, auf jeden Fall. Auch irgendwo, der vielleicht auch einen Namen schon hat, das wäre Ja. natürlich perfekt, der die Abwehr einfach dann auch schon so ein bisschen Angst hat und auch der Torwart vielleicht ein bisschen Angst hat. Du merkst das doch auch immer wieder, wie viel doch Psychologie da eine Rolle spielt. Und wenn du dann natürlich einen hast, der im Endeffekt schon abgeliefert hat und in der Saison, was weiß ich, 15, 20 Tore gemacht hat, dann ist das natürlich geil. Und Ja. dann sagst du, okay, wow, den müssen wir ein bisschen enger decken und alle anderen Spieler kriegen ein bisschen mehr Platz. Und bei Paciencia sehe ich das einfach nicht, sondern das ist so. Ach, Paciencia, ja, klar wird alles analysiert und geguckt, aber ich glaube nicht, dass hier wirklich jemand, die bis jetzt schon sagt, boah, da spielt Paciencia im Sturm von der Eintracht, müssen wir jetzt ein bisschen enger decken. Dafür haben dann die anderen Spieler eben dann nicht so viel Platz und ich sehe da ein bisschen schon das Potenzial und das habe ich gehofft, dass wir eben jetzt an den Punkt gekommen sind, dass wir uns Spieler auch in der Position leisten können, als, wie Basti sagt, Spieler, Torwart sei schon, Torjäger Nummer 1, der eben vielleicht schon einen gewissen Namen hat. Ja, das wäre auch zu wünschen, weil das halt eine sehr, sehr wichtige Position ist. Und wir ganz ehrlich, du willst ja, und das ist ja, wie gesagt,
Gern. Gar nicht böse gemeint. Aber du willst ja einfach nicht mit jemandem wie Jovelic als ganz klare Nummer 1 da vorne, beziehungsweise als in der Startelf schon in die Saison gehen. Da muss man auch sagen, da muss man ihn ja selbst ein bisschen schützen. Das würde ihm, ja, glaube ich, auch gar nicht gut tun, wenn wir selbst jetzt so wenn, viel auf ihn aber bauen. Selbst wenn, ich meine, sagen wir die beiden Spielen von, ja, die sagen ja, das ist das Sturm, du dann und Rebic wechselt, dann hast du ja trotzdem keinen. Also du musst ja zumindest mal, wenn du mit zwei Stürmern spielst, brauchst du eigentlich schon vier Stürmer. Ja. Also das, davon gehe ich eigentlich schon aus. Hatten wir auch immer. Wir hatten ja selbst letzte Saison hier Gotha noch durchgeschleppt. Ja. Also du brauchst auf jeden Fall jemanden. Und wenn man mal so ganz grob, natürlich kann man das nicht immer 1:1 aufrechnen, aber eigentlich müsste vom Transferbudget, haben wir jetzt ungefähr grob 50 ausgegeben. Mhm. Das sind, lass mal von den Jovic und Haller-Millionen ungefähr 40 übrig bleiben mit einem Hickhack. Plus die 30, die wir ausgeben wollten, da müssten zumindest noch 20, knapp 20 Millionen Euro sollten noch übrig bleiben. Okay. Und wenn man das irgendwie macht, dass man vielleicht wirklich, wenn man Rebic abgibt, kommt auch noch was dazu, dass man da vielleicht irgendwie trotzdem nochmal, ja wirklich, wenn Rebic geht, sagen wir mal 30 Millionen in die Hand nimmt für zwei Spieler. Also zu sagen, okay, wir setzen Rebic und holen uns noch einen Stürmer, die jeweils so vielleicht 12 Millionen Euro kosten. Musst du natürlich nicht. Ich will es jetzt nur von der Kategorie grob umreißen. Ja, ja. Weil du musst ja, wir reden ja jetzt über einen Stürmer, den wir haben wollen, obwohl Rebic da ist. Klar, wenn Rebic da ist, ist auch Rebic der Stürmer Nummer 1. Darauf können wir uns wahrscheinlich einigen. Ja, definitiv. Klar. Da müsste trotzdem noch einer kommen. Dann wären wir halt vorne mit Kamada und Gacinovic auf der 10. Rebic, Jovelic, Paciencia und Mr. X sind dann die Stürmer. Mhm. Wobei ich, ja... Ja, aber wie gesagt, wir wissen nicht, was mit Rebic ist. Ich glaube, Rebic ist echt auch eine 50-50-Nummer. Also ist ich es? Glaube, dass da, wo er hin wollte, Atletico in München, das hat beides nicht funktioniert, weil die ihn nicht haben wollten. Ja. Jetzt ist Inter Mailand irgendwie noch dabei. Er spricht ja, glaube ich, auch einigermaßen gut Italienisch, was auch noch irgendwie jetzt heiß werden kann. Aber da weiß man auch nie, wie die Verhandlungen laufen. Also ich glaube, die Eintracht fordert 40 Millionen, weil die, glaube ich, zumindest 20 haben will mit diesem Weiterverkaufskram. Das wird, die Eintracht wird sich da auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und auch mit Rebic in Kontakt sein und den Fall besprechen, falls er bleiben muss. Ich glaube nicht, dass ihm wird jetzt immer, und das geht mir ein bisschen, die Diskussion geht mir momentan ein bisschen zu weit, dieses der lustlos Rebic, der nein, Bock mehr. Der Leute, der Typ hat sich immer so verhalten, auch in seinen besten Zeiten. Ja. Und man, selbst wenn er jetzt mal so ein bisschen irritiert ist, weil sich irgendwie alles mit seinem Wechsel zieht und zerplatzt hat, dann ist er vielleicht auch mal eine Woche schlecht drauf. Wenn einer von uns jetzt hier, uns dreien, irgendwie ein super geiles Jobangebot vermutet und sich das andeutet und du denkst, geil, und da kriege ich irgendwie das doppelte Gehalt und das ist irgendwie nochmal eine Stufe höher als das, was ich gerade mache, und dann klappt es nicht und dann zerschlägt sich das, dann bist du vielleicht auch erstmal so, Ich glaube aber trotzdem, dass die Eintracht Rebic hinkriegen würde, wenn er bleiben muss, und dann ist Rebic trotzdem noch ein geiler Stürmer. Also finde ich trotzdem. Also da bin ich ganz entspannt, weil ich auch weiß, dass die Eintracht, ich glaube, das Erste, was die Eintracht in der Schublade hatte in der Scouting-Abteilung, ist ein Ersatz für Rebic, weil über den gab es immer die meisten Gerüchte. Ja, ja. Also ich glaube, das ist ganz gut, dass du es nochmal herausgestrichen hast. Also diese Lustlosigkeit, die strahlt er, glaube ich, fast immer aus, wenn er irgendwie im Training ist. Und das ist halt einfach nicht so seins. Also da kriegst du ihn, glaube ich, ganz schwer motiviert. Problematischer ist es halt einfach, wie die Situation innerhalb des Teams ist. Da haben wir ja schon ein paar Sachen gehört, die nicht so ganz wirklich cool sind. Aber ganz klar, ich sehe es ähnlich. Ich glaube, dass dies wirklich eine sehr enge Entscheidung aktuell ist. Man hört, dass die Bemühungen von Inter Mailand sich intensivieren, dass da wirklich jetzt ein Interesse da ist. Inwiefern sich das ausgestaltet, müssen wir sehen. Ich glaube, die Eintracht ist da bei einer relativ komfortablen Position, dass sie wirklich nicht verkaufen müssen und das auch nur machen, wenn es für sie Sinn ergibt und für den Spieler Sinn ergibt. Und falls es dann so kommt, dann muss natürlich noch mehr nachgeschossen werden. Ansonsten vielleicht einer weniger, aber halt dann doch jemand, der diese Qualität besitzt, halt auch diese 10, 15 plus Tore zu machen in der Saison. Ne? Und da muss ein Ben Manga extrem gut gescoutet haben, und ich glaube, da sind schon ein paar auf dem Zettel. Wahrscheinlich haben einige Deals nicht so funktioniert, wie man sich denkt oder denken ich wollte. Ich glaube zum Beispiel auch. Ich glaube, dass man die Liste abgearbeitet ist, genau was du sagst. Ja. Also ich glaube, man wollte Kruse wirklich haben und man wollte Boateng auch wirklich haben. Hat man ja auch, glaube auch, ne? Zugegeben. Ja. Aber ich bin zuversichtlich, dass man da, aber ich finde, das zeigt trotzdem mal so ein bisschen, wohin die Richtung geht. Also so Kruse und Boateng sind ja trotzdem jetzt keine unglaublichen Mittelstürmer, aber trotzdem welche, die auch hinter den Spitzen irgendwie ein bisschen unorthodoxe Interpretation ihrer Position haben. Mhm. Da kann man gucken, weil eigentlich ist es das, was ich auch mir gewünscht hätte, aber wenn Gacinovic und Kamada bleiben, dann ist es halt so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, dann ein bisschen überbesetzt. Ja.
Aber wie man das dann vorne ausgestaltet, kann man ja noch schauen, aber also eine Überbesetzung, über die Überbesetzung mache ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken, weil wir hatten auch da in den Vorsaisons immer schon Spieler, die ja nicht gespielt haben in der Offensive, weil es halt überbesetzt war, aber das war halt wichtig, eben, weil du halt ja auch im Sturm immer mal wieder den einen oder anderen verlierst, dann ist irgendeiner nicht so ganz so gut drauf. Ein Rekruter hat dann wenigstens die Testspiele gespielt und dort regelmäßig getroffen. Sowas brauchen wir ja auch. Ne? Aber ganz kurz, ja, nur, Jungs, auch nochmal zu dem Punkt Rebic. Was haltet ihr denn von dieser Rückenproblematik? Also ich bin ja immer, und Basti, du wirst ja mich da auch gut verstehen können, wir sind da ja meistens etwas sensibilisiert mittlerweile. Das zog sich ja jetzt die komplette, ja, sozusagen Vorbereitung, Trainingslager durch. Habt ihr nochmal was gehört, ob da jetzt sozusagen wieder eine Verbesserung zu sehen ist? Trainiert er denn wieder voll mit oder was ist denn da los? Weil ich mache mir wirklich ein bisschen Angst, dass, wie soll ich sagen, der Rebic doch eine stärkere Verletzung hat, vielleicht auch deshalb da ein paar Deals nicht geklappt haben. Das ist wieder dieses typische Pessimismus-Kino im Kopf, aber wie seht ihr das denn? Also ich glaube ganz ehrlich, dass ein Transfer nicht an den am Rücken scheitert. Ich glaube, momentan ist es vielleicht so eine knifflige Lage, will ich meinen, wo es auch ein bisschen darum geht, dass man Rebic auch ein bisschen schont und ihn nicht verletzen will. Ja, also ja, dass du ja, eher ja, ein bisschen okay, Vorsicht walten lässt. Ja, okay, ich glaube, dass das fast relevanter ist, weil du auch gesehen hast, dass du halt auch ganz ehrlich, dass du halt auch die Möglichkeiten hast, mit Paciencia und Jovelic deine Qualifikation der Europa-League zu bestreiten. Ich glaube, das ist fast wichtiger. Aber wenn wir schon über potenzielle Neuzugänge sprechen, will ich jetzt auch mal jemanden einführen, der eben gerade in die Leitung gekommen ist. Hi, hallo. Hallo, was für eine Überleitung. Ja, was eine grandiose Überleitung. Stell dich doch mal vor, mein Lieber. Ich bin Daniel vom Textilfrieden-Podcast. Dem Podcast, der sich mit dem ersten FC Union Berlin beschäftigt, von wegen Neuzugänge. Der ist ja jetzt Neuzugang für diese erste Bundesliga. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wir haben gedacht, wenn es mal einen positiven Aufschlag gibt, dann wollen wir ihn auch hier würdigen. Und, genau. Ja, ich wollte das gerade sagen. Eigentlich sind wir nur aus Nettigkeit allen anderen gegenüber, die in der Bundesliga spielen, aufgestiegen, damit ihr euch nicht immer darüber beschweren müsst, dass die immer schlimmer wird. Ja, und genau. Ihr habt ja auch alles richtig gemacht, weil ich denke, ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn wir sagen, dass Union Berlin halt wirklich einer der attraktivsten Aufsteiger der letzten Jahre ist, die uns halt auch hoffentlich viel Freude bereiten, natürlich auf jeden Fall 6 Punkte gegen die Eintracht lassen, aber ansonsten so oft wie möglich punkten können. Und du bist jetzt, wie lang bist du schon bei Textilvergehen? Ich mache das so seit 3 Jahren oder so mit. Mhm. Ich habe halt irgendwann angefangen, dieses Taktikblog über Union zu schreiben, Eiserne Ketten heißt das. Und so habe ich dann halt irgendwann mal die anderen im Stadion ihre Stimme erkannt und dann mal angesprochen. Und dann war ich da erst ein paar Mal zu Gast und dann haben wir festgestellt, dass das ja ganz gut läuft. Und dann mache ich seitdem öfter bei dem Podcast mit und schreibe mittlerweile auch zusammen mit Sebastian diesen täglichen State of the Union Blogartikel, den wir in dem Blogteil von Textilvergehen haben. Ja, sehr gut. Und mittlerweile haben wir noch einen zweiten Podcast angefangen. Und niemals vergessen heißt der, wo wir uns mit der Geschichte von Union auseinandersetzen. Ah, den kenne ich tatsächlich auch. Das finde ich sehr, sehr spannend. Cool, dass ihr das so lange schon durchzieht. Und jetzt bist du jetzt aber hier trotzdem mit einem Frankfurt-Podcast, muss ich natürlich einigermaßen behaupten. Ich will dich aber mal ganz offen fragen. Du kannst auch was anderes sagen. Aber was sind denn so die Auswärtsspiele, auf die du dich am meisten freust jetzt in der neuen Saison? Also, da wir Dortmund jetzt schon zweimal durchgespielt haben, sogar über 120 Minuten jeweils, ist das schon so ein bisschen abgehakt. Bayern, dieses Stadion, da war ich ja schon mal, mag ja eigentlich auch keiner. Sodass dann halt wirklich so eher so Frankfurt, Bremen, diejenigen sind, auf die man sich mehr freut. Aber als erstes müssen wir erstmal nach Augsburg fahren, das jetzt, naja. Oh, das, ja, damit haben wir irgendwie leidvolle Erfahrungen gemacht, muss man sagen. Augsburg, ja, eher so mäßig gut zu sprechen. Viele Grüße übrigens für all die Leute, die sich immer noch beschwert haben, weil es die ein oder andere Postkarte zu viel gab. Aber, naja. Übrigens haben wir das ja deutlich besser hinbekommen. Also, wir hatten ja auch so einen Fall von einem Innenverteidiger, der irgendwie bei aus Versehen bei Augsburg unter Vertrag stand, aber viel lieber bei uns spielen wollte. Und das hat zwar ein paar Wochen gedauert, aber es ging auf jeden Fall ohne Rucksack, Gate, ohne Postkartenflut und
die sonstigen Begleiterscheinungen und auch ohne betrunkene Auftritte auf irgendwelchen Dorffesten. Ich weiß das gar ist, nicht, was du meinst, ehrlich gesagt, wenn du das jetzt hier schon wieder ansprichst. Also es gab ja zumindest auch einen Hashtag. Also. Genau. Das ist richtig. Ja. Aber das lief insgesamt ganz gut mit Marvin Friedrich, für alle, die das nicht mitbekommen haben. Ja. Ja, der dann befreit wurde. Auch, Free Marvin. Ja, kennt ein bekanntes Hashtag, was wir auch aus dieser Sendung hier durchaus kennen. Ja. Insofern finde ich schön, finde ich gut, freut mich sehr. Und wir spielen hier dann auch irgendwann bald gegen euch. Ich weiß gar nicht, wann ist es genau, Basti? Ende September ist das, freitagsabends. Ah, okay. Wenn genau, da habe ich mir gerade schon bei meiner Freundin quasi für freigenommen. Ah, okay, alles das klar. Das ist sehr gut, weil ich werde auch da sein, ich werde in weiser Voraussicht auch erst sonntags abreisen, weil Samstag werde ich wahrscheinlich nicht transportfähig sein. Aber ich meine, freue mich auf jeden Fall, weil ich muss sagen, ja. Über Twitter lernt man ja auch so viele Leute kennen. Wir haben uns ja, glaube ich, auch getroffen bei der Subscribe. Ist das richtig? Ja, oder? Ja. Subscribe? Genau. War jetzt nicht mehr sicher, wie das heißt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Union-Fans, es gibt auch viele Union-Fans, die einen anderen Podcast hören, wo ich mit dabei bin bei 93. Da gibt es so eine richtige Fangruppe, die wie aus Union-Fans besteht, die 93 hören. Die waren jetzt auch bei unserem Live-Auftritt. Ich muss sagen, das ist eine sehr, sehr, sehr sympathische Fanszene. Mhm. Das ist, wie du es gesagt hast, also bevor ich jetzt wieder gegen Augsburg, gegen Leipzig, gegen Wolfsburg, gegen Hoffenheim. Das ist, nimmt man auf jeden Fall als Eintracht-Fan auch dankend an, freut sich auch. Ich habe jetzt auch im Elf-Freunde-Sonderheft gelesen, dass... die Stefanie hat es, glaube ich, gemacht, oder? Die Elf-Freunde-Fragen beantwortet ja. Und gesagt hat, dass sie sich am meisten aufs Auswärtsspiel in Frankfurt freut. Ich glaube, das wären auf jeden Fall geile Duelle, weil es gibt ja auch, wir haben ja auch eine gemeinsame Geschichte, in Anführungszeichen, als die Eintracht damals Auswärtszuschauerausschluss hatte. Oh ja, geil. Und der Block gesperrt war, habt ihr uns ja quasi mit Karten versorgt und wir sind dann einfach trotzdem reingekommen, bis die Ordner es irgendwann eingesehen haben und dann den Block doch geöffnet haben. Also das ist so die eine Erinnerung, wenn ich an Union Berlin habe. Und ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Meine Frage an dich wäre jetzt, der Aufstieg kam ja, teilüberraschend, würde ich sagen. Rechnet ihr euch tatsächlich große, große Chancen aus, die Klasse zu halten? Oder seht ihr euch auf einer Stufe so mit Paderborn und denkt, okay, wenn wir drinbleiben, ist das echt eine Sensation? Das ist eine etwas komplizierte Frage, denn also erstmal der letzte Teil, der auf Augenhöhe mit Paderborn, in gewisser Weise nicht, aber eher zu Ungunsten von Union, weil Paderborn könnte durchaus passieren, langweilig das ansonsten da ist, dass die den geileren Fußball spielen. Ja, das liegt halt an Steffen Baumgart, das heißt irgendwie auch an Union. Der ist halt irgendwie ziemlich cool drauf und ich glaube, die werden durchaus Spaß machen. Und so spektakulären Fußball kann man halt von Union eher nicht erwarten. Das war letztes Jahr schon nicht der Fall. Hat dann halt trotzdem zum Aufstieg gereicht. Von daher war das dann allen relativ egal. Aber das ist halt so eine sehr große Frage. Also man könnte natürlich sagen, wenn man sowieso schon nicht die offensivstärkste Mannschaft ist, dann hat man da auch weniger zu verlieren bei dem Qualitätssprung in die Bundesliga. Und vielleicht kann man sich auf die defensive Stärke, die Union letztes Jahr ausgezeichnet hat, dann irgendwie besser verlassen. Wobei natürlich da auch der Qualitätssprung bei den Gegnern, zumindest bei einigen, irgendwie signifikant ist. Und ich komme irgendwie jetzt aus dieser Vorbereitung und habe ein sehr ungenaues Gefühl dafür, wo Union leistungsmäßig so steht. Also es gab so ein Testspiel gegen Wolfsburg, wo sie unentschieden gespielt haben. Das sah ganz okay aus, aber halt auch noch sehr wie so ein Testspiel, sodass man sich super unsicher war, wie ernst gemeint das jetzt alles war. Man hat auch das Gefühl, dass sie noch nicht wirklich einmal die richtige erste Elf haben spielen lassen. Sodass ich echt nicht so genau weiß, was ich von der Mannschaft erwarten soll. Und auch, also man kann sich schon vorstellen, dass in dieser unteren Hälfte der Bundesliga irgendwie eine funktionierende Defensive zu haben und ein paar individuell ganz gute Leute, also von den Neuzugängen sind ein paar ganz interessant und auch von denen, die schon da waren, können, glaube ich, manche eine ganz gute Rolle spielen. Also das eine ist so Geraldo Becker, der, glaube ich, ein ganz interessanter Neuzugang auf Außen sein könnte. Und geilen Name auch, Geraldo. Eben, Geraldo Becker, der könnte auch irgendeine dubiose Bar besitzen. Ja, auf jeden Fall hier im Bahnhofsviertel. Gehst du beim Geraldo? Ja, geh zu Geraldo heute Abend. Ja. Ist auch mir nicht so viel. Plan B. Ja, was gute Namen angeht, es gibt auch Maurice Miguel Noel Opfermann Akones. Das ist ein Nachwuchsspieler. Der Opfermann ist natürlich, ja. Also in der Bundesliga gewagt. Wie heißt der noch? Kannst du nochmal wiederholen? Maurice Miguel Noel Opfermann Akones.
es könnte sein, dass er weniger spielt, weniger Zeit spielt, als man braucht, Sektenführer, um, um den Namen auszusprechen. Ja. Aber ja, also Akaki Gogia ist so ein Typ, der schon bei Union war, ein bisschen zu tun hat, mit sich durchzusetzen und zu spielen, aber auch eine große Fangemeinde bei uns hat. Ja. Und, glaube ich, auch ganz lustige Spiele machen könnte. Habt ihr nicht auch Uja und Subotic geholt? Genau, die habe ich jetzt mal so als bekannt vorausgesetzt. Bei Subotic ist natürlich irgendwie noch ein bisschen unklar, wie fit der jetzt ist. Der hat ja bei Saint-Étienne in einer ganz guten Mannschaft gespielt, aber war jetzt seit April, glaube ich, verletzt. Mhm. Hat jetzt in den Testspielen schon mal ein bisschen gespielt, aber kann halt sein, dass der noch ein bisschen off the pace ist. So. Deswegen wird, glaube ich, auf jeden Fall eher Marvin Friedrich der Abwehrchef, wenn es sowas gibt, sein. Und dann wird sich mal rausstellen, ob Subotic dann wirklich jedes Spiel von Anfang an spielt oder eher so seine Erfahrungen irgendwie teilzeitmäßig und neben dem Platz einbringt. Auch das ist halt sowas, was man irgendwie schwer einschätzen kann. Ja, gut, im Zweifel würde dann Hübner, schätze ich mal, spielen. Ja, der ist ja auch ein ziemlich guter Innenverteidiger. Wenn ich mich recht erinnere, ist das ja auch der Sohn von unserem Herrn Hübner. Ja, genau. Richtig. Und der Bruder von dem anderen. Der genau, von Benjamin. Genau, ja, genau. Also insofern haben es alle drei dann doch in die Bundesliga geschafft. Ich bin da sehr interessiert daran. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass zumindest Subotic als, wenn er wirklich auch spielen sollte, auch so ein bisschen als Zielfigur, sag ich mal, für Marvin Friedrich auch weiter fungiert. Dem, ich finde, ich, wenn es so weitergeht, wirklich eine sehr, sehr gute Karriere auch in der Bundesliga noch vorhersage. Finde es ein richtig geiler Typ. Ist auch einer der Spieler, bin ich dann teilweise ein bisschen neidisch, weil Perspektiv, für mich Perspektiv Nationalspieler, ja. Da geht ja noch ein bisschen was, aber irgendwie kann da noch ein bisschen was passieren. Wie sieht es denn momentan, du hast ja eben über die Neuzugänge schon gesprochen, ihr hattet ja den einen oder anderen Spieler ausgeliehen, den musst du dann zwangsläufig wieder abgeben, konkret spreche ich über den Österreicher Zulc. Passiert da noch was, kommt er wieder zurück von Hoffenheim, weil ich weiß nicht, inwiefern der dann von Hoffenheim überhaupt angebunden wird, aber bei euch hat er ja ganz gut funktioniert. Ja, also es gab da noch einen anderen Fall mit Carlos Manet, der auch ausgeliehen war. In dem Fall war es ganz klar so, dass halt sich der Verein entschieden hat, dass es das nicht wert ist, den fest zu verpflichten. Und bei Jule ist das vielleicht so ein bisschen auch so. Das ist auf jeden Fall so, dass man ja zum Beispiel Julius Kade noch verpflichtet hat von Hertha, der auch irgendwie so 8-10 spielt. Dass man Felix Groß halt verlängert hat, beziehungsweise einen neuen Vertrag gemacht hat, der auch da spielt. Und dann, dass es da noch ein paar andere gibt, die da eine Rolle spielen können. Dann hat man Gentner noch geholt. Es gibt Kascha Prömel. Es gibt Manuel Schmiedebach, der auch immer noch da ist, weiter da ist, nachdem der von Hannover kam. Sodass ich gar nicht ganz genau weiß, wie sehr das jetzt ein Fall war, wo man Jule verloren hat, sozusagen. Okay. Der hatte gute Spiele gemacht in der zweiten Liga, aber auch ein paar Unkonstante. Und sicherlich hätte man so seine Qualität irgendwie mal einen guten Ball spielen zu können, mal einen entscheidenden Pass in manchen Spielen gebrauchen können, aber der Kader ist so schon so groß und so vielfältig, dass ich eher das Gefühl habe, dass das eine Entscheidung war, halt da woanders quasi das Geld und den Kaderplatz besser investieren zu können. Okay. Auch Markus Ingwertsen, den man vielleicht jetzt bei Dänemark bei der 29 EM gesehen hat, der spielt auch eher auf der 10, weniger im Sturmzentrum bei Union, so wie es aussieht. Es ist halt einfach mega viele Spieler irgendwie für diese Plätze in Frage kommen und bei Jule vielleicht dann doch die Eignung für den sicherlich noch eher noch ein bisschen defensiveren Fußball, der in Union in der ersten Liga spielen wird, vielleicht nicht so vollkommen gegeben war. Okay, naja gut, also da tut sich ja auf jeden Fall einiges. Ich bin mal gespannt, ob das dann so weitergeht, beziehungsweise ob ihr euren Höhenflug fortsetzen könnt. Ich muss ja sagen, Props dafür, dass ihr es geschafft habt, den VfB Stuttgart runterzuringen. Ja, also ich meine, ihr habt es ja mal ein bisschen reverse gemacht, wie das sonst in der bei so Relegationsspielen der Fall ist. Kein Spiel gewinnen, trotzdem die Relegation gewinnen. Ja. Also das war ja, es war eher der HSV-Move nur andersrum, muss man echt mal sagen. Respekt auch, wenn die VfB-Fans, die jetzt, die zahlreich wahrscheinlich
nicht unseren Podcast hier hören, ein bisschen angesäuert sein dürften. Aber ich muss auch sagen, man hat es irgendwie nicht anders verdient, auch wenn es eine sehr kuriose Entwicklung war. Aber nur noch mal ganz kurz, und ich will das Feld hier natürlich auch für alle offen lassen. Basti und Dennis, wenn ihr Fragen habt, dann immer her damit. Wie ist denn der Urs Fischer einzuschätzen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mittlerweile in der Bundesliga in der ersten und zweiten Liga so die Österreich- und Schweiz-Wochen ausgebrochen sind, dass jeder zweite Verein, der jetzt noch nicht genau weiß, wer ja jetzt irgendwie einen potenziellen Trainer holen kann, irgendwie in der Schweiz oder in Österreich wildert. Was kann man zu ihm eigentlich genau sagen? Ja, die transalpinen Festspiele. Urs Fischer ist halt ein Typ, der ziemlich understated ist, ziemlich zurückhaltend auftritt. Schon also so, dass man das Selbstvertrauen, was da irgendwie dahinter steht, trotzdem irgendwie durchhört. Der mit seinem Fußball jetzt nichts Spektakuläres macht. Das wurde ihm ja irgendwie in Basel, wo er damals zweimal Meister wurde und dann trotzdem gegangen wurde, auch irgendwie so angelastet. Übrigens, nachdem Urs Fischer nicht mehr Trainer in Basel war, hat sich herausgestellt, die werden auch nicht automatisch Meister. Okay. Hat es dann geschafft, das nicht zu schaffen. Ah, wow, das ist ja mal fast ein Wunder, ja, muss man sagen. Ja, ja. Young Boys Bern. Ja. Genau, sodass man da irgendwie dann auch gemerkt hat, dass dieser irgendwie sehr zuverlässige, sehr solide Fußball, den er spielen lässt, ganz gut funktioniert. Ist jemand, der jetzt nicht irgendwie überemotionalisiert und sich total an die an den Verein so ranschmeißt, sondern das halt mit so einer relativ coolen Art, mit einem, wie gesagt, gesunden Selbstvertrauen, aber auch ja, also schon eine Identifikation macht. Und deswegen, wenn jemand jetzt nicht so die ganze Zeit irgendwelche Sprüche raushaut, sind so Momente, wo das dann doch mal passiert und wo mal so ein ungefilterter Moment auftritt, natürlich noch umso schöner, wie zum Beispiel in den Momenten nach dem Ausstieg, wobei diese Pressekonferenz nach dem Rückspiel in der Relegation auch sehr zu empfehlen ist, weil da halt irgendwie er gerade aus der totalen Ekstase rauskam. Natürlich Nico Willig heißt er, glaube ich, ne? Der Trainer von Stuttgart damals. Gott, jetzt blitzt er ja. Total am Boden zerstört ist und dann dieses Nebeneinander von den Emotionen und trotzdem irgendwie behält Fischer dann noch eine einigermaßen solide Miene, bevor er dann wieder in die Luft geworfen wird. Das war sehr zu empfehlen. Das ist, glaube ich, auch so ein Moment, der irgendwie ihn als Typ ganz gut zusammenfasst. Okay, mega gut. Ja, also ich merke, das wird auf jeden Fall jemand, der nicht ganz oben auf der Liste ist von Trainern, die dann am Anfang der Saison schon rausfliegen. Also der sieht mir nach einem stabilen Typ aus, würde ich jetzt mal behaupten. Grüße an der Stelle an irgendein Springer-Medium, das neulich einen Artikel geschrieben hat, wo sie einfach aufgrund von irgendwelchen Wettquoten das zur Schlagzeile gemacht haben, dass Fischer der erste Kandidat dafür wäre. Stellt sich raus, Wettquoten sind irgendwie auch nicht immer so, dass sie alle Faktoren mit einbeziehen. Nee, ja, das kann man definitiv so festhalten. Ans Wettbrötchen. Ja. Grüß ans Wettbrötchen an der Stelle. Ja. Sehr gut. Ja, nee, deswegen, also ich kann nur sagen, willkommen, herzlich willkommen in der Bundesliga. Freut mich, dass du dir jetzt hier mal kurz Zeit genommen hast, um uns mit uns ein bisschen zu sprechen, beziehungsweise auch mal ein bisschen die Union aus Berlin ein wenig zu beleuchten. Ich freue mich auf jeden Fall auf. Nicht die Union. Das ist Eisern-Union. Der nicht. Union, das Union. einfach nur Union. Einfach nur Union, ja, okay. Ja. Ja. Eisern-Union nimmt man nicht als Eigennamen. Und ja, das mit dem Artikel geht überhaupt nicht. Wie übrigens auch bei den Nachbarn aus Charlottenburg. Die sagt man auch ohne die Hertha, sondern nur Hertha. Ich merke. Ich sag weiterhin die Hertha, ich mache das gerne, wenn die ärgert bei euch, werde ich. Genau, also man muss auch nicht alles einstellen. Das ist auf jeden Fall eine Premiere, ein sympathischer Berliner Club in der Bundesliga. Wer hat das? Endlich mal, es hat lange genug gedauert. Grüße an die Hertha. Ja, und weil Babelsberg nicht in Berlin ist und auch nicht in Gefahr steht, aufzusteigen, wird sich das, glaube ich, auch so schnell nicht ändern. Also bei Außer die VSG Klinike steigt noch ein paar Mal auf. Ah, okay. Also bei Babelsberg, da bin ich für alle Ratschläge offen. Die finde ich auch sehr sympathisch. Dann ne? Sage ich auch nicht die Babelsberg, warum auch immer. Gut, mein Lieber, hat mich gefreut. Sehr gut, ja. Mach's gut. Ja, ciao. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao.
So, das war doch mal spannend, mal ein bisschen was über die Unioner mitzubekommen. Mit der Mannschaft, mit der ich mich ein bisschen lang nur rudimentär irgendwie auseinandergesetzt habe, muss aber echt sagen, die Relegation, das fand ich schon sehr, sehr geil, ey, dass die da wirklich weggekugelt haben. Muss ja also für uns sagen, ich bin auch froh, dass wir aktuell mit der Relegation nichts zu tun haben und ich hoffe auch in der nächsten Saison nichts mit zu tun haben werden. Und eine Sache, die mir wieder aufgefallen ist, ist, hier wird ja viel von gesprochen, er spielt nicht so den attraktivsten Fußball, es wird eher Defensivschlachten sein, um da Punkte zu sammeln. Ich hoffe einfach, dass wir am Spieltag, Basti, du hast gesagt, wann ist das nochmal? Ende September? Ich kann es dir, warte, ich gehe jetzt hier in meinen Kalender hinein, lieber Dennis, am 27.09. Am 27.09. unsere Mannschaft schon so gut eingespielt ist, schon so gut eingestellt ist, dass wir die locker vom Platz fegen und auch so ein Bollwerk, ein Abwehrbollwerk im Endeffekt locker knacken können. Denn da haben wir, um jetzt wieder den Bogen zur Eintracht spannen, da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir da entsprechend wunderbar auch mal so ein Spiel von uns aus bringen können und so ein Abwehrbollwerk dann auch knacken können. Oh, ich glaube trotzdem. Hallo? Ja, hallo, ich bin noch da. Machen wir weiter, alles gut? Ach so, gut. Ja, ich glaube, dass zumindest die Heimspiele für Union Berlin echt Chancen sein können, dass die mit der Kulisse, mit dem Kampfgeist, mit der Aufstiegseuphorie, mit den Fans und allem, dass die da wirklich unangenehm. Also ich glaube nicht, dass die Eintracht da so souverän auftritt, wie du dir das erhoffst. Also ich glaube, wir können froh sein, wenn wir da überhaupt gewinnen. Weil die zumindest am Anfang der Saison, glaube ich, noch wirklich auf diesem Euphoriewagen fahren werden. So also von der Stimmung her, die Mannschaft auch. Und die haben ja anders als, ja, weiß ich nicht, wenn Stuttgart wieder mal aufsteigt, dann ist es ja was anderes. Also ich glaube, die haben auch keinen Druck. Ich glaube nicht, dass Union Berlin irgendwie ihre Kalkulation so gemacht hat, dass sie ständig Bundesliga spielen müssen. Ich glaube, das kann auch ein Vorteil sein, dass du da irgendwie... Ja, wie Braunschweig das ähnlich gemacht hat. So, du hast halt mal einen Ausflug in die Bundesliga und findest es geil. Darmstadt hat es auch gemacht. Ja. Da geh ich ganz fest von aus. Also ich glaube, das wird für die einfach mal ein wilder Ritt, ein wilder, geiler Ritt. Ja, genauso wie das andere Mannschaften jetzt auch mal erlebt haben, wie es für uns die Champions League wäre oder zumindest auch eigentlich die Euroleague schon ist, ja, wo wir auch sagen, wir geben jetzt mal alles, wir fahren am besten jedes Spiel irgendwie auswärts und lernen die Städte auf der anderen Seite mal kennen irgendwie, ne? Ja, eben. Ja. Deswegen, ich glaube, das ist bei denen auch so. Das wird auf jeden Fall interessant zu beobachten und ja, er hat uns ja quasi die Worte schon vorweggenommen. Es ist tatsächlich so, in der heutigen Zeit ist die Bundesliga jetzt nicht damit gesegnet, dass jede Mannschaft unbedingt die unfassbar attraktivste ist. Da bin ich doch für so einen kleinen Farbtupfer sehr, sehr dankbar und bin sehr, sehr, sehr gespannt. Vielleicht hören wir sie hier in der Sendung, eine aus der Sendung nochmal wieder, wenn es dann wirklich gegen Union Berlin geht, damit wir uns ein bisschen über den Gegner informieren können. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja. Wo waren wir denn aber eigentlich eintrachtmäßig stehen geblieben? Ich wollte jetzt gerade sagen, wir haben jetzt bestimmt schon 5-mal gesagt, dass wir gespannt sind. Ich hoffe, dass uns das nicht mehr... Reicht jetzt. Scheiß Union Berlin. So, genau, jetzt sind wir alle gespannt, aber kommen zurück thematisch eigentlich zur Frankfurter Eintracht. Ich denke, das können wir relativ kurz abhandeln, aber nochmal kurz erzählen. Das Rückspiel gegen Tallinn war von dem Ergebnis genauso erfolgreich. Was ist uns denn eigentlich neben dem Spiel irgendwie hängen geblieben? Denn ich denke, das Spiel an sich, ja, das brauchen wir jetzt nicht durchexistieren, oder? Ja, zumindest also, nicht. Wir haben über Patience ja geredet, Kopfball, genau. Geil. Und auch wieder eine Vorlage von Da Costa, geil. Also ich finde es wirklich geil, dass er da jetzt zweimal die Flanken so geben konnte, auch ja schon im Hinspiel. Also muss wirklich sagen, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass er das in der Saison ein bisschen besser hinbekommt und dann passt das doch. Ja, also ich wie gesagt, Elfmeter hat er auch einigermaßen souverän ins Eck geballert, obwohl der Torwart die Ecke geahnt hat. Sportlich muss man gucken, das ist halt ein Vorbereitungsspiel trotzdem noch, auch wenn es auf Wettbewerbsniveau ist. Aber auf was die Szenen Marvin wahrscheinlich anspielt, sind die Szenen nach dem Spiel, die sich ja im Hinspiel so ein bisschen die sich ja so ein bisschen angedeutet haben, im Hinspiel schon, als sie auch in unsere Kurve gelaufen sind. Das war natürlich nochmal beeindruckender dann vor der gesamten Kurve. Also das waren schon wirklich Gänsehautmomente, die man da hatte, dass die Eintracht-Fans den Respekt, den die Spieler von Tallinn den unseren Fans gegeben haben, zurückgegeben haben 1:1 und das wirklich ja minutenlang vor unserer Tribüne standen und applaudiert wurde. Ich glaube, das war für die auch ein geiles Erlebnis, für uns auch. Und zeigt auch... Sogar ja teilweise noch in die Kurve gekommen, ne? Also, ja, der eine hat ja seine Kapitänsbinde, glaube ich, reingeschmissen oder das Trikot.
Das waren schon sehr, sehr schöne Szenen. Ich glaube schon, dass es da vielleicht sogar irgendwie auf gewissen Ebenen Freundschaften entstehen, die so ein bisschen länger anhalten. Ja. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil man muss auch sagen, die Eintracht-Fans machen das auch nicht mit jedem. Nee. Also nur, weil es jetzt hier die freundlichen Wochen angebrochen sind, ja, und wir sowohl in Tallinn als auch die Menschen aus Tallinn hier gut freundlich begrüßt haben. Jetzt geht es weiter gleich zu einem, fast Freundschaftsspiel dann gegen Waldhof, ja. Da wird alles friedlich-schiedlich ablaufen, aber wir können davon ausgehen, dass es nicht über die 34 Spieltage in der Bundesliga so ablaufen wird. Und wer weiß. Soll's auch gar nicht. Nein. Das ist, wir suchen uns unsere Freunde sehr, sehr ausgewählt aus. Ja. Genau. Du kannst ja auch nicht zu jeder Geburtstagsparty alle Leute einladen, ne? Willst du auch gar nicht. Ja? Aber Leute, ganz kurz nochmal, was ja eigentlich das Kranke auch wieder an diesem Abend war, war, dass diese Hütte komplett ausverkauft war. Und wenn du das überlegst, mancher Club bekommt es nicht hin, in der Champions League ihre K.O.-Spiele ausverkauft zu bekommen. Wir bei einem, ihr habt es vorhin schön gesagt, es hat halt schon so ein bisschen Freundschaftsspielcharakter. Es ist einfach auch ein Gegner, Flora Tallinn, wer das vorher gehört hatte, der nicht unbedingt jetzt hier Fußball-Crack ist, das waren sicherlich der ein oder andere, der überhaupt nichts mit dem Namen anfangen konnte. Und da denke ich schon, ist es schon echt verrückt, dass wir das Woche für Woche, und wir sind immer noch in diesen Wahnsinnswochen der Vorbereitung, in Anführungszeichen, Quali-Runde, ist einfach nur geil, dass da so eine Emotion da ist. Du hättest wahrscheinlich doppelt an Karten verkaufen können, so ungefähr. Es ist wirklich krank. Es ist wirklich geil. Es ist wirklich toll, dass diese Emotion einfach so weitergetragen wurde, wie sie im letzten Runde, eigentlich in der Vorsaison geendet hat, ging es eigentlich nahtlos jetzt weiter. Also richtig geil. Freue ich mich. Und die Choreo, Leute, ist ja auch einfach nur verrückt, was da Woche für Woche geliefert wird. Also bin einfach nur wahnsinnig stolz darauf, dass nur ein Teil davon sein darf. Ja, definitiv. Also es hat sich gleich wieder richtig gut angefühlt. Es war ein bisschen anders diesmal. Es war jetzt nicht ein riesen Mega-Choreo, aber mir hat das auch mit diesen Bierdingern echt schon sehr, sehr gut gefallen. Also muss ich sagen, dass wir hier ein bisschen Schnee gemacht haben. Ja, und Konfetti. Ja, und Konfetti haben regnen lassen. Und das fand ich ganz gut. Was ich auch ganz lustig fand, war die Tatsache, dass Dennis, wir waren ja relativ weit vorne in einem Block im 36er und haben lauter 18-jährige Vollwilde rumhampeln sehen, die sich ein bisschen, gerangelt haben. Ja, ist ja mein neues Lieblingswort. Die haben ein wenig gerangelt und haben sich gern gehabt. Fand ich ganz lustig. Wie wir früher, könnte man meinen. Ja, ja. Ja, ja. Also, ja, ich muss auf jeden Fall, Dennis hat es ja schon angesprochen, ich habe mir mit dem Twitter-User Rakox, der war ja auch bei uns dabei, der eigentlich aus Hannover/Berlin kommt, der hat auch gemeint, das hat sich so angefühlt, als hätte er sich Karten besorgen müssen für ein Europapokal-Halbfinale. Also die Kartensituation war nicht besser, obwohl das wirklich hier zweite Quali-Runde gegen Tallinn ist. Mhm. Das spiegelt, glaube ich, ganz gut wider, wenn die Kartensituation schon so angespannt ist. Wir haben jetzt bei Vaduz auch wieder diese Situation gehabt, dass du denkst, boah, wir kriegen wahrscheinlich niemals Karten. Also die Europapokal-Euphorie ist ungebrochen. Auch ein bisschen denen entgegen, die sagen, ja, spielt die erstmal ein Jahr, das ist nächstes Jahr auch nichts mehr Besonderes. Haben wir so ein bisschen widerlegt. Ich denke, das zieht sich jetzt auch weiterhin durch. Da ist genug Potenzial und genug Bock da. Merkt man ja bei sich selber. Ich hoffe, dass die Mannschaft das genauso sieht, glaube ich aber auch. Ich glaube auch, dass die Mannschaft da, zumindest die Teile, die Teil davon vom letzten Jahr waren, gesagt haben, ey, das war schon geil. Das hat wirklich europaweit eine Welle gemacht. Die ganzen Szenen, die sich da abgespielt haben. Jovic hat das auch nochmal in einem Interview, glaube ich, mit der Players Tribune gesagt oder beziehungsweise den Text, den er für die geschrieben hat, dass das wirklich Sachen sind, die Spielern auch viele Sachen bedeuten, auch wenn es in Zeiten ist, wo Spieler Millionengehälter haben und Vereinstreue jetzt nicht mehr so weit daher fortgeschritten ist. Aber ich muss sagen, das sind schon echt geil. Ich habe auch richtig Bock. Ich habe jetzt auch Bock, nach Liechtenstein zu fahren. Ja, Mann! Du siehst auch mal andere Sachen. Also Marvin und ich waren ja, haben ja schon gesagt, wir waren in Tallinn. Und wir waren in Riga davor. Also du lernst ja wirklich auch dadurch auch geile Städte kennen. Das ist ja nicht nur der Fußball dann, sondern es ist auch mit deinen Kumpels irgendwie einen Ausflug machen. Ja. Das ist schon alles ganz geil. Ich bin wirklich, langsam muss ich sagen, ist meine Euphorie wieder zumindest mal auf 90%, wenn da die Bundesliga richtig losgeht. Ja. Wir haben jetzt nochmal so einen kleinen Appetizer gegen Mannheim dann noch. Mhm.
Und dann geht es richtig vorwärts. Ja. Ja, das ist, geht mir ganz genauso. Wir werden ja gleich nochmal ganz kurz über Vaduz sprechen. Das ist das nächste Auswärtsding, auf das ich mich freue. Auch mal wieder was ganz anderes. Aber ihr habt es eben schon gesagt, auch zu Hause war die Stimmung gut. Aber es ist so ein bisschen unser Schwerpunktthema des heutigen Abends. Da will ich mit euch mal ein bisschen drüber sprechen. Die verstärkten Kontrollen vor dem Stehblock, müssen wir sagen, haben wir schon deutlich gemerkt, oder? Wie seht ihr das? Also nur mal ganz kurz, ich will es versuchen zu umreißen. Es war de facto so, dass man jetzt reingegangen ist in den Block und hat ein Bändchen dazu bekommen, was im Endeffekt die Situation ein wenig verhindern soll, dass man rein und raus geht und die Karten noch jemand anderen zuschusse, der dann eigentlich von einem anderen Block gehörig in den gleichen Block reingezogen wird. Was sagt ihr dazu? War dann weniger los? Was ist euer Take? Also zumindest die Karten wurden, muss man ergänzen, die Karten wurden auch eingerissen. Ja. Genau. Das ist für mich ein entscheidender Faktor, der für mich eine offene Frage in der Zukunft lässt. Aber ja, man hat halt ein Bändchen gekriegt. Ich muss sagen, ja, wir haben es ja auch gesagt, man holt ab und zu seine Kumpels mit rein, weil man halt dann alle zusammen sein will. Aber ich muss sagen, ein bisschen, ich fand es eigentlich ganz komfortabel mit dem Bändchen. Da musst du nicht deine Karte rauskramen, wenn du auf Toilette gehst und ein Bier holen gehst und sagst, ich habe ein Bändchen, tschau. Ich bin aber gespannt, wie man das in der Bundesliga umsetzen will, weil die können ja meine Dauerkarte nicht einreißen. Also, ja. Ich weiß nicht. Ja, also, ist richtig, ja. Was wollen die machen? Also, ja gut, scannen, ne? Könnten sie sofort. Das ist halt die Sache. Das, hoffentlich führt das dann halt nicht zu unfassbar langen Schlangen. Genau, also dann, dass das so ein Zack-Zack-Zack-Zack-Zack-Ding ist. Ich fällt mir jetzt schwer und ja, liebe Grüße an die Katrin wieder. Da muss man die Ambivalenz auch aushalten. Mhm. Zu denken, okay, eigentlich soll man das ja nicht machen. Und es gibt ja auch Gründe dafür zu sagen, ey, der Block darf auch nicht zu voll werden, weil du hast eine Dauerkarte und plötzlich kommen 1000 Leute in deinen Block und du kannst selber nichts mehr richtig sehen. Und da kommen Leute dahin, die du auch noch nie gesehen hast. So. Nichtsdestotrotz hat man das ja auch selber ab und zu gemacht, dass man sagt, ey, 5 Leute haben halt im selben Block die Karte und dann kommt halt noch ein 6. Kumpel mit, dass man sagt, ja komm, dann nehmen wir den auch noch mit, dann sind wir alle zusammen und der muss nicht allein irgendwo rumsitzen. Das kannst du jetzt halt nicht mehr machen, beziehungsweise bin ich gespannt, wie es in der Bundesliga umsetzt. Also das sind so 2 verschiedene Positionen, die da aufeinanderprallen. Ich einzige, was ich definitiv sagen kann zu dem Thema ist, dass ich hoffe, dass diese Kontrollen nicht nervig werden. Ja. Das Einzige. Egal wie, aber ich habe keinen Bock, dass ich dann plötzlich auch nochmal vor meinem Block dann nochmal anstehe, weil da irgendwie nochmal irgendwie 2, 3 Kreuze sind. Da habe ich keinen Bock drauf. Also das würde mich auch ein bisschen belasten. Das ist genau der Punkt. Ich kann vieles tolerieren und es ist durchaus akzeptabel. Da muss man vielleicht ein bisschen strenger durchgreifen, auch wenn mir das nicht so wirklich gefällt. Aber was ich halt wirklich negativ fände, wenn wir direkt vor den Eingängen nochmal irgendwie einscannen müssten und das alles nochmal auch verlangsamen würde. Weil das Schöne ist ja, dass du auch mal rein und raus gehen kannst, kannst mal schnell ein Bier holen draußen. Du kannst ja, es läuft ja auch nicht immer irgendwie ständig irgendjemand rum, der gerade ein Bierchen kredenzen kann oder was weiß ich, oder ein Wasser oder sowas, dann musst du auch manchmal raus. Und wenn das immer wieder zur Folge hätte, dass das dieses Neueinscannen, das würde ich nicht gut finden. Wir haben auch eine Zuschrift bekommen von einem Dortmund-Fan, der hat uns zu uns gesagt, ja, die Eintracht, der Lukas hat gemeint, die Einlassblock-Thematik hatten wir vor einigen Jahren auch bei uns in Dortmund auf der Südtribüne. Mittlerweile wird beim Blockeinlass jeder der Ticketinhaber händisch vom Blockordner überprüft, ob man ein gültiges Ticket für den entsprechenden Block besitzt. Insbesondere die Sicherheitsbehörden hat damals Druck gemacht, aber es schreibt auch, zur Halbzeit wird das allerdings nicht mehr durchgeführt. Vermutlich auch, weil es einfach unmöglich wäre. Also so ein Konzept kann ich mir dann auch vorstellen. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass sich das jetzt so hochgespielt hat. Man muss aber auch sagen, und Dennis, das weißt du ja, als wir die letzten Male bei den Europacup-Heimspielen da waren, ey, dann hatten wir ja logischerweise unsere Karten, aber wir haben nie auch nur im Ansatz dort gestanden. Ne? Ja. Nein, das ist auf jeden Fall so. Es war so überzogen voll teilweise und ich kann es schon auch nachvollziehen. Es muss irgendwie ein bisschen mehr Ruhe reinkommen und der Block, ich sag mal, es war teilweise wirklich sowas von krass voll, dass ich schon auch ein Befürworter bin, dass da im Endeffekt ein bisschen Regelung ist, aber ich bin auch voll auf eurer Seite zu sagen, es darf einfach nicht nervig sein, es darf nicht sein, oh Gott, ich stehe hier schon wieder jetzt nach jedem Mal rausgehen 20 Minuten an, um irgendwie wieder reinzukommen, die Toiletten
Es ist halt auch angenehm, wenn du einfach in diesen Zwischenraum dann nochmal ein Bier holen kannst, gehst dann nochmal auf Toilette, ja. hast da ein bisschen, gehst runter vielleicht noch eine Wurst holen oder sonstiges. Das ist halt alles immer nervig, wenn du dann wieder gucken musst und dann noch anstehen, dann verpasst du noch mehr. Das ist für mich auch ein No-Go. Die Sache ist nur, wie kriegt man es einigermaßen hin? Die Lösung mit den Bändchen ist vielleicht was gehen kann. Aber Marvin, da haben wir ja auch einige gesehen, die dann unten ohne Bändchen rumgerannt ja. sind. Also die Halslösung ist es vielleicht jetzt auch nicht. Aber muss man einfach mal gucken. Ne? Also ich lass mich überraschen. Und ich denke mal, dass wir in den nächsten Spielen es vielleicht noch sehen werden. Mal sehen, wie der Erfolg ist. Danach wird wahrscheinlich auch Bilanz gezogen. Und mit den Dauerkarten, Basti, du hast richtig gesagt, das ist tatsächlich in der Hinsicht ja dann das Problem, dass du es nicht einreißen kannst. Bin gespannt. Also bleibt spannend. Ja, wir werden es ja auf jeden Fall im Auge behalten. Ich meine, allein wenn wir jetzt die nächsten Spiele wieder zu Hause sind. Ich finde, um nur mal wegen den Bändchen nochmal ein abschließendes Urteil zu fällen, würde ich sagen, dass es jetzt nicht so mega dramatisch war. Es hat es alles nicht verzögert. Ne? Also es hätte wesentlich schlimmer laufen können. Aber genau. wie die Qualität dieser Entschleunigung ist, würde ich mal sagen, das ist, sei mal dahingestellt. Basti, willst du dazu noch was sagen oder können wir das Thema erstmal abhaken? Nö, ich habe jetzt auch keinen Tag mehr. Ich bin, wie gesagt, gespannt, was jetzt passiert. Und dann, ich glaube, dass alle Seiten das jetzt mal beobachten werden. Auch die Leute, die weiter in Form Leute reinzuholen. Also das ist jetzt, man beobachtet sich, glaube ich, jetzt alle so ein bisschen gegenseitig. Hey, du, was machst du da? Ja. Genau. Zeig mal dein Bändchen. Genau so. Und dann tauchen die ersten Bändchen auf und dann finden Leute eine Möglichkeit, dass, ach, keine Ahnung, ist ja auch. Ja. Ist trotzdem, wie gesagt, spricht auch dafür, wie Verein und Fans miteinander kommunizieren. Da ist jetzt nichts mit Law and Order. Nein. Wie gesagt wird, wenn ich jetzt hier einen erwische, dann schmeißen wir ihn sofort raus, sondern da ist ein Brief an die Fans geschrieben worden. Ich habe persönlich einen bekommen. Ich glaube, jeder Stehplatzdauerkarteninhaber hat einen gekriegt. Ja, genau. Und die Tonalität in dem Brief ist jetzt auch nicht unglaublich vorwurfsvoll, weiß ich nicht. So von wegen, ey, wenn ihr das nicht bestellt, wir wollen Zelte vors Stadion, bla bla bla. Sondern das ist ganz normal die Problematik beschrieben. Das finde ich auch gut, dass man da transparent mit umgeht. Dass man einfach nicht sagt, das ist nicht erlaubt, fertig, sondern dass man sagt, ey Leute, teilweise waren da echt viel zu viele und da gibt es bauliche Probleme und wenn wir jetzt irgendwie das Stadion ausbauen wollen, bla 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 bla, dann nimmt man die Fans mit in den Dialog, bezieht sie mit an das Problem ein, dass sie das nachvollziehen können und das verhindert dann auch irgendeine aufgeheizte Debatte, wo es plötzlich irgendwie wieder, wie man das heutzutage oft hat, so eine schwarz und weiß aggressive Diskussion gibt, sondern ich glaube, jeder kann die Problematik verstehen. Ich kann auch die verstehen, die keinen Bock drauf haben, weil ich, wie gesagt, selber ab und zu Leute mit reingeholt habe. Man muss jetzt sehen, wie das ist. Man wird sich an alles gewöhnen, glaube ich. Ich finde es aber gut, dass du den Punkt noch jetzt mal ausgeführt hast, gerade mit der Kommunikation mit den Fans, weil das ist ja genau das, was wir in der Vergangenheit auch immer wieder gefordert haben, wo wir gesagt haben, es muss ein Dialog einfach herrschen zwischen Fans und Verantwortlichen. Und ich finde, der ist hier durchaus in Ansätzen auf jeden Fall gelungen. Halt ja. genau, dass du halt einen Brief geschrieben hast, dass du sensibilisiert hast für die Situation, die auch ein Stück weit ungenügend war. Gerade bei den Europacup-Spielen war das durchaus anstrengend. Wir beide mussten immer ausweichen. Wir sind extra Wege gegangen, damit wir überhaupt irgendwo stehen konnten. Genau. Insofern ist es kommunikativ, finde ich, super geregelt. Das wird wahrscheinlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen sein mit den Bändchen. Die Bändchen, die ich zuletzt, glaube ich, was weiß ich, noch, als ich 18 war, im Sommerurlaub bei irgendwelchen All-You-Can-Drink-Partys hatte und Dennis, da waren wir dann auch gemeinsam unterwegs. Das war noch die gute alte Zeit, als wir noch Bändchen gebraucht haben und für 20 Euro am Abend schon voll waren. Das ist auch heute nicht mehr der Fall. Aber anderes Thema. Ja, und insofern finde ich, ist es ein guter Ansatz. Ich bin gespannt, wie die Eintracht das noch weiterträgt und würde einfach mal sagen, das gucken wir uns weiter an und gehen zum nächsten Thema über. Was haltet ihr davon? Ja. Findet ihr das okay? Ja, ja, nein, perfekt, perfekt. Dann, alles gesagt. Dann machen wir doch mal einen kleinen Überblick auf die nächsten Tage. Das können wir gleich hier so ein bisschen in einem Rap verpacken. Und zwar schon übermorgen geht's für Basti. Übermorgen heißt gleich Donnerstag geht's für Basti und mich nach Vaduz. Liechtenstein, mein allererstes Mal Liechtenstein. Ich war noch nie bei einem Pflichtspiel, bei einem Testspiel, bei einem Freundschaftsspiel, beim Zigarettenkaufen, noch nie, ich rauche auch keine Zigaretten, aber noch nie in Liechtenstein und bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Was ist da los? Ich auch. Also es ist ein kleines Stadion. Ich glaube, das Stadion ist irgendwie 8000 Mann groß und bei Europapokalspielen 6200, habe ich jetzt irgendwie gelesen. Ja. Ja. Das wird auf jeden Fall was Neues. Das ist ja das, was wir vorhin gesagt haben bei Europapokal betreffend. Das wird geil. Ich habe da Bock drauf. Also das ist ein Gegner, der spielt in der Schweiz in zweiter Liga, in der zweiten Liga in der Schweiz. Das ist
sportlich auf jeden Fall machbar. Ich hoffe, dass die Eintracht auch einen Schritt weiter ist als gegen Tallinn, zu sagen, okay, da liegt jetzt noch ein paar Trainingseinheiten dazwischen. Ja. Die haben jetzt diese zwei Spiele auch dabei. Vielleicht kann Trapp sogar nachnominiert werden. Hinteregger und Rode sind es auf jeden Fall. Dass man da sagt, okay, sportlich können wir uns echt durchsetzen und warten dann auf Plovdiv oder Straßburg, die, glaube ich, andere Kaliber sind, zumindest Straßburg auf jeden Fall, ja. Die ja den Pokal geholt haben in Frankreich. Das wird auf jeden Fall eine enge Kiste dann da. Aber man muss ja auch erst hier erstmal weiterkommen. Hauptsächlich ohne Verletzte, wenn es geht. Und ich hoffe, dass wir wieder einfach eine geile Fahrt haben, dass wir da ein bisschen was von der Stadt sehen. Ich habe heute einen Zeitungsartikel in einem Liechtensteiner Online-Magazin gelesen. Die freuen sich auch. Also es ist wieder so, du hast das Gefühl, okay, da erzählt uns keiner was, oh Gott, die Bestien reisen an, sondern die Gastronomen freuen sich, die Stadt freut sich. Ja. Die haben halt irgendwie ein bisschen Angst gehabt, dass die Eintracht-Fans sich alle Tickets klauen, haben die dann deswegen nur an der Geschäftsstelle verkauft, was auch nicht geklappt hat, weil die Eintracht-Fans dann einfach dahin gefahren sind. Also schon geil. Also ich rechne damit, dass wir schon damit, dass von den 6.200 zumindest so 2.500 Frankfurter auf jeden Fall sind. Mhm. Und das wird doch geil. Ich meine, du musst die Stimmung dir mal überlegen. So kleine Stadien sind ja auch stimmungstechnisch manchmal sogar geiler als große. Also du hast dann wirklich so diese Fanmasse auf einem Punkt im kleinen Stadion, was dann wirklich schnell zurückhält. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf und freue mich auf Donnerstag auf unsere Reisebärengruppe. Ich finde es so gut. Ich freue mich auch wirklich sehr, weil ich hatte das vor, keine Ahnung, ich glaube, als wir gegen Tallinn gespielt haben, habe ich gedacht, oder ich glaube sogar ohne Spaß auch schon Vorteil, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Aber da habe ich schon gedacht, oh geil, gegen Vaduz hätte ich auf jeden Fall Bock mal zu spielen, dass die in der Runde sind. Weil Liechtenstein, weißt du, das kenne ich noch von früher, als die deutsche Nationalmannschaft irgendwelche Testspiele oder auch manchmal Quali-Spiele hatte gegen Liechtenstein, habe ich schon gedacht, okay, was ist das für ein weirder Start? Was ist mit denen eigentlich los? Da will ich auf jeden Fall mal hin. Ja, man lernt ja natürlich, also ich muss auch sagen, Geografie habe ich als kleines Kind mit 5, 6, 7 oder so auch kennengelernt. Dadurch, dass die Nationalmannschaft gegen irgendwelche anderen Mannschaften gespielt hat, habe ich jetzt immer geguckt, ah, wo ist denn dieses Liechtenstein? Das ist mir aufgefallen, das ist gar nicht so weit weg. Und dann habe ich das so fast humorig verfolgt, was der FC Vaduz da immer so treibt, dass sie zwar regelmäßig Liechtensteiner Pokalsieger werden, aber sonst nicht ganz so erfolgreich sind. Ja? Und deswegen umso cooler, dass es jetzt mal tatsächlich dazu kommt. Du hast eben schon gesagt, von der Mannschaft her ist es auf jeden Fall machbar. Trainer ist der ehemalige, wirklich muss man sagen, gute Liechtensteiner Nationalspieler, Mario Frick, der hat auch als langjähriger Spieler, ich weiß nicht, wie viele Länderspiele er gemacht hat, aber da waren einige dabei, durchaus auch erfolgreich gewesen, auch außerhalb der Schweiz, war dann auch in Italien, unter anderem bei Siena, bei Hellas Verona und jetzt, wie gesagt, seit ein paar Jahren als Trainer dort und ich weiß nicht, ob er auch zufällig noch die Nationalmannschaft, ich glaube, die macht er nicht mit, war auf jeden Fall ein Goalgetter und ansonsten kann man sagen, dass es die ein oder andere Beziehung tatsächlich zur Frankfurter Eintracht gibt, denn auch dort war jemand Trainer, von dem ich nie verstanden habe, dass er überhaupt ein Eintracht-Trainer wurde und zwar Martin Andermatt, wer erinnert sich noch? Ah, guck an, Martin Andermatt. Ja. Frankfurt, Ulm, Hannover. Die Hannover-Kiste war ja letztens auch reichlich merkwürdig, ne? Also, liebe Grüße. Ja, war irgendwie Berater des Vorstands oder irgend sowas. Also, das so ist mein Traumjob, ich will auch sowas machen. Das ist mein absoluter Traumjob schon immer gewesen. Im Stadion mit dem Innenraum stehen, mit so einem Bändchen und mit so einer Karte dranhängen und keiner weiß, was ich eigentlich genau mache und ich auch nicht und krieg aber Geld. Einfach nur da rumlaufen. Offizielle Bewerbung ist raus, ja. Ja, genau. Egal auch, ich würde das auch bei Boxern machen. Da laufen ja auch immer 30 Leute mit zum Ringen, da weiß ja keiner, was der genau macht. Mhm. Ja, das wäre vielleicht geil. Offizielle Jobbeschreibung, Teil einer Entourage. Sehr gut. Ich hätte schon Bock, dass du das auch machst und uns aber auch immer mitnimmst irgendwo. Genau, ja. Und dann haben wir einfach so eine Gruppe. Okay. Und was macht ihr da? Ja, ja, wir gehören hier dazu. Sehr wichtig, was wir hier tun. Ja, vielleicht hätten wir uns auch mal früher mit Roland Vrabesch anfreunden sollen. Der ehemalige Frankfurter, der unter anderem, hast du nicht mal bei Oberrat gespielt? Ja, ja, ich habe bei Oberrat gekickt, der war da auch. Genau, der Vrabesch nämlich auch. Oha. Und der war nämlich auch bis letztes Jahr sogar auch Trainer. Der war unter anderem auch mal Trainer beim FSV Frankfurt und bis 2018 auch beim FC Vaduz Trainer. Oh Mann. Vielleicht kamen wir ein wenig spät, aber gut, was soll man machen? Naja. wird auf jeden Fall geil. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich habe auch Bock. Ich habe auch Bock auf das Rückspiel, das wird auch wieder stimmungsvoll. Ich gehe davon aus, dass das wird auch wieder ausverkauft sein. Mhm.
Ja, Dennis, du musst jetzt noch Karten besorgen nach dem kleines Kartendilemma. Ne? Ja, ich bin gespannt, ja. Ja, ob das alles vorm Spiel dann auch so klappt. Mal schauen. Wird schon werden. Ja. Ich habe noch eine ganz kurze Frage terminlich. Ja. Das heißt, das Rückspiel ist am 15. Genau. Ja, genau. 20, das natürlich, das ist natürlich trotzdem so ein bisschen, kann ich die Leute verstehen, die sagen, ey, das zerkackt uns die ganze Vorbereitung. Weil wenn du schon vorm ersten Spieltag diese Doppelbelastung hast und da spielst du ja quasi sonntags zu Hause gegen Hoffenheim, genau, hast am 11. gegen Mannheim gespielt, das ist schon, du gehst schon wirklich Vollgas in die Saison dann. Also das kann natürlich ein Vorteil sein, weil du am Anfang noch eingespielt bist. Mhm. Das könnte natürlich aber irgendwas sein, was uns dann wirklich Ende September, Oktober, November echt um die Ohren fliegt schon. Früher als geplant. Ja. Bin gespannt. Ganz klar. Also das ist halt genau die große Angst, die du hast. Auch durchaus berechtigt, weil du halt schon so früh am, nicht am Limit, aber auf Standgas spielen musst, dass du halt sagen kannst, okay, irgendwann kommt dann halt der Einbruch. Deswegen ist es ja umso besser, dass wir zumindest in einigen Mannschaftsteilen sehr, sehr gut besetzt sind. Also ich glaube, im defensiven Mittelfeld ist es kein Drama, wenn uns mal eine Person wegbricht, weil wir sie gut ersetzen können. In der Innenverteidigung genauso. Über die anderen Problempunkte haben wir ja gleich schon gesprochen, aber es ist natürlich auch echt gut, wenn du einen recht großen Kader hast, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Bin auf jeden Fall gespannt. Ja, und nachdem wir dann die 4,5, 5 Stunden Fahrt, wahrscheinlich ist es, also ich ganz ehrlich, ne, bin jetzt am Wochenende hinter München gefahren und da war es auch so 4,5 bis 5 Stunden war so normal laut anberaumte Google. Zeit. Ne? So, Fakt ist, es hat 8 Stunden hin und 7,5 Stunden zurück gedauert. Jetzt fahren wir nach Vaduz. Da ist auch die anberaumte Zeit 4,5 Stunden, 5 Stunden. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass wir dann auch 8 Stunden brauchen. Deswegen ist es gut, wann fahren wir am Donnerstag los? Basti? 9:30 Uhr. 9:30 Uhr. Also, das passt doch dann. Und Spiel ist 20:30 Uhr, da dürfte wirklich nichts sein. Das sollte einigermaßen funktionieren und wenn nicht, sind andere Dinge passiert, glaube ich. Einfach nicht. Ja, genau. Irgendwo. Wer weiß, vielleicht, naja, ich sag nichts. Liebe Grüße an Dominik. Stimmt. Vielleicht machen wir einen kleinen Abstecher nach Spanien oder so zum Trainingslager. Naja. Hoffentlich hilft uns dann der Precator. So, jetzt habe ich ihn wieder untergebracht. Ich freue mich auf ihn. Er kommt zumindest zum Rückspiel. Auf jeden Fall, wenn wir über Doppelbelastung reden, haben wir die ja jetzt auch schon. Wir kommen ja dann quasi wieder und wir sind ja wahrscheinlich auch etwas fertig, die Mannschaft vielleicht dann auch und dann geht es Sonntag schon nach Mannheim. Crazy eigentlich. Da bist du auch wieder dabei, ne? Da bin ich auch wieder dabei. Ich habe auch jetzt, bei mir fängt die Doppelbelastung auch jetzt schon an. Ich habe mich kaum erholt. Ich habe ja am Ende letzter Saison über die mentale, finanzielle und körperliche Doppelbelastung geklagt, die fängt jetzt sehr, sehr früh wieder an. Bin gespannt, ob ich dann auch im Herbst in ein großes Loch falle. Bin gespannt, wie ich dann unter dem Weihnachtsbaum aussehe. Probiere ein bisschen mit gesunder Ernährung und Sport entgegenzuwirken. Bin gespannt, ob es klappt. Wahrscheinlich nicht. Hoffe ich nicht, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Mannheim wird auch geil. Also es sind jetzt zwei, ich freue mich auf Vaduz krass, ich freue mich auf Mannheim krass, Rückspiel Vaduz und dann Bundesliga-Auftakt. Das sind 2 Wochen, 4 geile Spiele, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ja. Und in Mannheim haben wir auch schon angesprochen, will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich habe gehört, dass es eine gemeinsame Choreo eventuell sogar geben wird. Geil. Oh, okay. Es sind auf jeden Fall Fanszenen, die sich sehr, sehr gut verstehen. Ich glaube, das wird man auf den Rängen vor dem Stadion, nach dem Spiel, wird man das merken. Ja. Ich hoffe, dass das ein friedliches Spiel wird, im Sinne von, dass die Eintracht friedlich 3-1 gewinnt. Unspektakulär. Eventuell sogar der ein oder andere geschont werden kann, beziehungsweise dann vielleicht auch im Rückspiel gegen Vaduz geschont werden kann, dass wir, und das ist nämlich für mich trotzdem, trotz allem das wichtigste Spiel, dass wir dann, werden wir nächste Woche drüber reden, volle Kapelle gegen Hoffenheim spielen können. Definitiv. Oh, ja. Das muss sein. Ja, definitiv. Aber du hast jetzt Mannheim angesprochen. Das habe ich erst gar nicht so wahrhaben wollen, aber die sind jetzt mittlerweile richtig gut in Schuss. Die ersten 3 Spiele immerhin unentschieden gespielt, also auch schon nicht verloren. Die Neuankömmlinge in der 3. Liga und jetzt einfach mal zu Hause im heimischen Stadion den 1860 München 4-0 weggehauen. Das ist auch ein Statement. Auch ein Statement gegen München natürlich. Mhm. Aber es ist schon, hast schon recht, ja. Das wird auf jeden Fall auch nochmal zumindest kein Selbstläufer. Nee, also ich kann man nur von Vorteil sagen, dass die Eintracht halt jetzt auch schon Pflichtspiele hatte und sich jetzt vielleicht nicht komplett einlullen lässt, denn sie hat es ja in den letzten Wochen schon mit
vermeintlich leichteren Gegner zu tun gehabt und hat schon gemerkt, wie giftig die sein können. Und genauso ist es beim SV Waldhof auch. Für die ist es ein Jahr, eine Art Celebration, jetzt endlich mal wieder im DFB-Pokal zu sein und dann gegen so einen krassen Gegner, mit dem man ja auch eine Geschichte hat. Ich glaube, für die ist es auf jeden Fall Festtage. Und für uns muss aber trotzdem ganz klar sein, wir müssen weiterkommen. Ja, ich denke, das sollte gerade nach der Erfahrung in Ulm und Weide hat es bei uns bei Fußball 2000 gut beschrieben, das ist wie ein Kind, was nicht zweimal die heiße Herdplatte fasst. Also ich glaube, dass da eine ganz andere Fokus auf diesem Spiel liegt als gegen Ulm. Also Ulm war so, da war es irgendwie, die sind gut in die Saison gestartet, es war sehr, sehr heiß, die Eintracht war noch, der Trainer war neu, die waren sich mit der Spielsystematik noch nicht ganz so einig alle, glaube ich, und wussten noch nicht, wo die Reise geht. Das ist ja jetzt ganz anders. Hütter ist nie ja da, der weiß, dass es nicht so gut ist und wir haben es ja auch gesagt, der DFB-Pokal kann auch so ein kleiner Fallschirm sein, zu sagen, ey, falls jetzt die Bundesliga und oder Europa-Dings nicht mehr so gut läuft, wie wir das alle hoffen, kann das so einen kleinen Ausgleich schaffen, zu sagen, ey, wer weiß, kommen wir vielleicht ins Halbfinale, vielleicht sogar wieder ins Finale, wer weiß. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir weiterkommen, dass wir und vor allen Dingen auch finanziell wieder, weil ich glaube schon, dass es trotzdem auch ein Loch in deine Kasse reißt. Auf jeden Fall. Wenn dir dann irgendwie 6-7 Millionen fehlen von den nächsten Runden dann. Mhm. Basti, du hast noch was Wichtiges angesprochen gehabt und zwar gerade dieses nicht eingespielt, Spielsystem passt nicht und so weiter. Das haben wir halt wirklich diesmal, weil wir einfach in diesem Rhythmus schon drin sind, natürlich entsprechend übersprungen oder da habe ich jetzt keine Angst. Ich hätte jetzt tatsächlich, wenn das allererste richtige Pflichtspiel wäre, hätte ich Angst, dass wir vielleicht doch versuchen wieder, und wir haben ja schon in der letzten Saison immer wieder drüber gesprochen, wollen wir nicht doch mit einer Viererkette und so weiter spielen. Ich denke, wir werden hier auch eher wieder das altbekannte System, einfach was wir jetzt aus den letzten Spielen gesehen haben, das ist jetzt auch wieder ein bisschen eintrainiert. Es kommen Spieler wieder dazu, haben wir ja schon gesagt, nachnominiert mit Hinteregger und Rode, die im Endeffekt dann auch im Endeffekt, wie soll man sagen, nicht ins kalte Wasser geworfen werden, auch schon ihre Positionen kennen, die... Ich habe da eigentlich keine Angst. Das ist so das, was mir ein bisschen Angst macht, dass ich überhaupt keine Angst habe, dass wir da ausscheiden. Ich denke, wir können das Spiel genießen. Ich sehe es eher jetzt schon für den nächsten Schritt. Welche Spieler kannst du vielleicht noch ein bisschen schonen? Ist es zum Beispiel, da hast du ja auch vorhin, ich weiß gar nicht, Basti oder Marvin, einer von euch beiden hat es ja schon gesagt gehabt, wegen Spieler Rebic, schonst du den eventuell an so einem Spieltag noch? Ist er denn schon wieder fit? Was ist da los? Kann er schon wieder uns da helfen? Muss er uns überhaupt helfen? Und das finde ich eigentlich schön, dass wir da so ein bisschen agieren können, jetzt nicht Vollgas geben müssen. Mhm. Und ich glaube trotzdem, uns nicht das passiert, was eben letztes Jahr in der ersten Runde passiert ist. Mhm. Also ich glaube, ganz ehrlich, dass ich gerade bei so einem Spiel, wenn Rebic fit ist, den auf alle Fälle stellen würde. Das ist echt ein Spieler, der, glaube ich, auch so eine Stimmung nochmal gut aufsaugt, wenn er dann mitbekommt. Also ich glaube, dass das wirklich genau so ein Spiel für den ist, wo er auch wieder zeigen will, was er auf dem Platz kann und er natürlich auch den Unterschied ausmacht. Und ganz ehrlich, diese Ligenverhältnisse werden an dem Spieltag für mich ein Stück weit aufgehoben werden. Ich glaube nicht, dass es ein einfaches Ding wird. Also ich glaube dass du Walter Hof jetzt hier irgendwie 3-0 weghaust. Nee, das wird enger. Das wird eine krasse Partie. Das wird eine spannungsgeladene Partie. Auch wirklich eine, bei der ich mich normalerweise gefreut hätte, wenn es vielleicht auch mal im Fernsehen übertragen wurde. So wird wieder irgendein anderer Käse übertragen, whatever. Aber da ist jemand wie Rebic definitiv einer der Spieler, die, glaube ich, auch gewillt sind, hier nochmal einen Unterschied zu machen. Deswegen, ich würde ganz ehrlich, ich würde jetzt zweimal volle Lotte gehen. Das heißt, ich würde jetzt gegen Vaduz, das ist schon im Hinspiel, klar machen. Ich würde dann am Sonntag nochmal volle Lotte gegen Waldhof gehen. Gut. Und würde dann am Donnerstag, wenn du nachdem du vielleicht 3-0 gegen Vaduz gewonnen hast, ein bisschen low machen und dann stellst du mal die 1B-Mannschaft auf gegen Vaduz und dann geht's dann in die Liga. Ja, aber ich glaube, Hütter, die wissen es ja auch jetzt schon länger. Das wird gut geplant sein, dass die Kräfte so ein bisschen aufgeteilt werden. Wie gesagt, das sind 4 Spiele. Es ist zu hoffen, dass das Rückspiel gegen Vaduz eins ist, wo man wirklich mal den einen oder anderen draußen lassen kann, dass er am Sonntag Vollgas geben kann. Ansonsten sehe ich es wie Marvin, die 2 Dinger jetzt ernsthaft angehen, weil die auch sehr, sehr wichtig sind, egal wie klein die Gegner sind. Und dann gucken, dass man im Rückspiel eventuell ein bisschen den Gang rausnimmt, um dann gegen Hoffenheim abzugehen. Weil wir dürfen nicht vergessen, wenn das klappt, spielen wir dann Donnerstag drauf in Straßburg wahrscheinlich. Mhm. Dann gegen wen spielen wir in der Liga eigentlich dann am zweiten? Was ist denn das eigentlich? Ist es Leipzig schon? Nee, gell? Oder doch? Wir spielen dann nämlich schon in Leipzig sonntags, glaube ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann zu Hause gegen Straßburg und dann zu Hause gegen Düsseldorf. Also die Saison
Es gibt jetzt bis, ich glaube, am 6., 9., 7., 9., 8., 9. ist Länderspielpause. Bis dahin ist erstmal Gas. Mhm. Ja. Geht richtig rund. Geht richtig rund. Ja. Aber wir haben das ja jetzt schon ein bisschen festgehalten, was jetzt in den nächsten Spielen so kommt. Jetzt will ich aber trotzdem auch mal von euch wissen: Hand aufs Herz, sagt mir eure Tipps zu den nächsten beiden Spielen. Ich glaube, dass wir beide Spiele 3-1 gewinnen. Mhm. Dennis, was sagst du? Ich glaube, ja, in Europa werden wir, denke ich, auch auf jeden Fall eine sichere Nummer machen mit einem schönen, ja, also, dass wir 2-0 gewinnen. Mhm. Und gegen Mannheim denke ich aber schon, dass das ein 3-0 auch gibt. Okay. Okay, also 2-0 und 3-1 hast du, 3-0 hast du gesagt, ja? Ja, genau, ja. Okay, okay. Ja, also ich habe ehrlich gesagt ein wesentlich besseres Gefühl gegen Vaduz. Da glaube ich, dass wir auch, also würde ich sogar sagen, ohne Gegentor 3-0. Ja? Und Mannheim wird eng. Also da sage ich irgendwie, langes 1-1. Und am Ende, kurz vor der 90. Minute, hauen wir es 2-1 rein und sind wir weiter. Aber es bleibt eine ganz spannende und enge Partie. Das ist so das Gefühl, was ich habe. Aber das wäre ja im Endeffekt. Sind wir mit allen Ergebnissen zufrieden, oder? Ja. Naja, momentan, die Ergebnisse zählen. Ne? Für mich ist jetzt nicht ganz so wichtig, dass wir jetzt in schönen Spielerei jetzt irgendwie zu unseren Punkten kommen, sondern dass wir eine gewisse Konstanz jetzt erstmal aufbauen, weil es ist halt immer so, du kommst aus einer Pause, die zwar nicht lang war, aber die dich vor einigen Veränderungen gestellt hat, mit wichtigen Spielern, die weggegangen sind, da musst du erstmal Konstanz auch irgendwie wieder beweisen. Und wenn du das in Form einer guten Ergebnisserie machst, da bin ich schon zufrieden. Ja, mit 2 Toren auswärts in Vaduz, das ist ja eigentlich genau das eingetreten dann, oder mit 3 Toren, wie du sogar gesagt hast, Marvin, ja. Da kannst du eigentlich wirklich entspannt dann ins Rückspiel gehen. Ja. Deshalb, also wenn da einigermaßen ein bisschen Ruhe reinkommt und Mannheim, ich hoffe ja, würde mich für jeden freuen, wenn es im Endeffekt ein super spannendes Spiel gibt und am Ende die Eintracht gewinnt, ist alles in Ordnung. Mhm. Sehr gut. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich habe auch wieder Bock. Ich kann mir vorstellen, dass es nach dem Spiel ähnliche Szenen wie gegen Tallinn gibt, zu sagen, okay, die gegnerische Mannschaft wird auch mit Applaus verabschiedet. Ja. Und dass es allgemein an diesem Sonntag eine sehr, sehr gute Stimmung herrschen wird. Da gehe ich auch ganz fest von aus. Es wird auf jeden Fall stimmungsgeladene Wochen, das finde ich geil. Das hat mir jetzt am Donnerstag schon ja, richtig Feuer unter dem Hintern gemacht, muss ich sagen. Das ist krass, gell? Also ja. Es unterscheidet sich auch vom Fangefühl her sehr, sehr, sehr von Saisonstarts in andere Saisons, weil du hattest eigentlich immer, du wartest ja dann irgendwann doch, eigentlich denkst du, cool, Sommerpause. Mhm. Irgendwann fängst du an zu denken, wann geht's wieder los? Dann gibt es ein oder andere Testspiel, dann guckst du dir mal eine Halbzeit auf irgendeinem Stream an. Und dann denkst du, ah geil, jetzt geht's los, aber dann ist ja auch erstmal DFB-Pokal, das ist dann meistens irgendwo so ein Gurkenspiel irgendwo auswärts. Weiß ich nicht, gegen Bremer SV und was weiß ich, also da geht's dann eigentlich auch noch nicht los. Mhm. Und dann ist erst Bundesliga. Jetzt gehen wir echt auf, also wir haben den Backofen echt lange vorgeheizt, bevor wir die Pizza jetzt reinhauen. Also es geht richtig vorwärts jetzt. Ja, also, aber die wird halt jetzt extrem schnell kross und das ist das Geile daran. Ja, und, ja ich hoffe, sie verbrennt aber. Ja, da müssen wir natürlich aufpassen. Aber das ist halt geil, weil ganz ehrlich, ich weiß, in dieser ähnlichen Zeit, jetzt in dieser ähnlichen Zeit der Vorbereitung, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, hätte ich jetzt den 5. langweiligen Livestream zu irgendeinem scheiß Freundschaftsspiel mir angeguckt genau, und hätte, genau. Hätte halb begeistert irgendwie wieder weggeschaltet oder jeder hätte sich verrückt gemacht, weil die Eintracht gerade in der Vorbereitung gegen Hintertupfingen verloren hat und jeder hätte schon Hütter rausgeschrieben oder irgend sowas. Nee, das gab's halt nicht. Wir haben halt nur wesentlich weniger Testspiele gehabt, dafür ging es wesentlich früher komplett ran. Das fand ich jetzt als Fan wesentlich spannender und wir haben auch schon eine Fahrt gemacht. Wir machen am Donnerstag die 2. Da sind wir richtig gut dabei. Aber ich denke, wir können das positiv sehen. Wir können auch gleichzeitig sagen, dass wir einen Kader haben, der eine gewisse Breite hat. Die braucht er vorne noch und dann können wir auch diesen längeren Europacup-Run gut bestehen. Sehr gut, ja. Gut, und dann würde ich eigentlich fast sagen, wollen wir erst nochmal ein paar User-Fragen machen, bevor wir dann zu unseren Kategorien gehen. Ist das in Ordnung? Bin ich dabei. In Ordnung. Sehr gut. Und zwar haben wir hier eine Frage vom Mark Farmer, dem Lethal Suspect, bei Twitter. Denn er würde ganz gerne wissen, gibt es eine
ja, ein Manager, der eine so gute Arbeit wie Freddy Bobic aktuell macht. Und kann Brazzi den, Brazzo. Das dürfen nur die Freunde sagen. Genau. Ja. Kann der Brazzo denn, was kann der alles vom Freddy lernen? Also es ist... Boah. Okay, schöne Frage, ja. Recht viel, ja, ne? Sicher, es gibt erste, erste Frage, die auch gute Arbeit leisten. Also ich finde, Max Eberl leistet gute Arbeit. Ja. Michael Zorc. Ja, also Max Eberl, muss man sagen, seit Jahren ja sehr, eine sehr gute Arbeit. Ich glaube da, auch wenn ich da die Zusammenhänge von Gladbach nicht genauso kenne wie bei der Eintracht, kann ich mir auch vorstellen, dass es da auch ein sehr gutes Scouting-System gibt, dass Dinge genauso gut funktionieren, auch wieder, also auch ähnlich gut wie bei der Eintracht funktionieren. Zorc natürlich aber auch. Da muss man sagen, selbst dass Zorc auch andere finanzielle Mittel hat, ne? Richtig, richtig. Aber selbst aber nicht immer hatte. Also nicht immer hatte. Die haben sich das nicht, die haben sich, genau, Reut, aber Zorc hat sich das ja auch ein Stück weit erarbeitet. Also die hatten auch Phasen, da lief es nicht so gut, da mussten die Thomas Doll als Trainer ertragen. Gut, die haben natürlich auch Glück gehabt, dass Klopp kam. Ist eine andere Geschichte, ja, aber Reuter macht das für seine, mit seinen finanziellen Möglichkeiten auch gut. Ich finde, Alexander Rosen macht das auch nicht so schlecht. Ja, sehr gut. Hoffenheim. Schön, dass du genau das wieder ansprichst. Aber gut, man muss ja sagen, die machen es ja wirklich ganz gut. Bei Hoffenheim habe ich aktuell das Gefühl, dass alles, ja, bekomme ich fast gar nichts mehr mit, wenn ich ehrlich bin. Das macht mir so ein bisschen Angst. Ich habe das Gefühl, die schlafen so ein bisschen ein. Mhm. Aber die werden es schon wissen. Die haben jetzt, glaube ich, Skov geholt, das ist ein dänischen Stürmer. Mhm. Den Julian, der aber auch mal bei uns zur Sendung in der Sendung zu Gast war, sich sehr für die Eintracht gewünscht hätte. Also die sind, glaube ich, schon vorbereitet. Ich bin aber gespannt, wie lange das bei denen dauert, bis das natürlich wieder sich auf dem Platz niederschlägt. Ich hoffe, am ersten Spieltag noch nicht. Für die wird es auch eine interessante Saison. Nagelsmann ist weg, neuer Trainer, viele Leistungsträger verloren. Bin gespannt. Ja, aber ich denke, dass Freddy Bobic trotzdem selbst den Genannten so ein bisschen was voraus hat, weil er das, was er bei der Eintracht gemacht hat, wirklich in Rekordzeit gemacht hat. Mhm. Also das ist wirklich Wahnsinn, was die Eintracht in den letzten zweieinhalb, drei Jahren für eine Entwicklung genommen hat. Das ist schon nicht normal. Also, und auch das richtige Team um sich herum geschaffen hat. Ne? Das ist für mich die größte Stärke, die er hat. Ja. Das ist die größte Stärke, die er hat, finde ich, wo er auch gelernt hat, weil man muss ja zugeben, ich habe es ja auch oft schon hier gesagt, da muss ich auch ein bisschen Abbitte leisten. Ja. Ich war nicht begeistert, als er kam. Mhm. Weil er in Stuttgart eben sich noch anders verhalten hat. Er hatte sich oft dort mit den Fans angelegt. Da hört sich ja was gar nicht so gut an. Hallo? Ihr hört sich was gar nicht so gut an, ja. Alles okay? Ja, hi. Ah, der SGE-Papa. Ja, Live-Anruf. Du bist sehr laut, muss ich sagen. Oh, entschuldige, dann gehe ich ein bisschen weg mit dem Mikrofon. Ja, das ist ein bisschen besser. So. Oh, Grüße. So, ja. Hallo erstmal, schön, dass du jetzt so... Die Call-In-Show. Ja, wir machen das jetzt hier, das ist jetzt so ein bisschen modern, ja, wir sind jetzt im Jahr 2019 angekommen. Ist und verrückt. Ja, der Eintracht-Podcast, die Call-In-Show, ja, heute am Dienstag. SGE-Papa, wie geht's dir denn? Erzähl mal, du bist ja im Leidensstand aktuell. Der Leidensstand wird glücklicherweise ein bisschen besser. Ich konnte jetzt die Krücken wegwerfen in der Zwischenzeit. Du hast mich ja noch miterlebt das letzte Mal. In der Tat. Insofern, es wird danke der Nachfrage. Ja, wunderbar. Also, du bist... Aber als Eintracht-Fan hat man immer Leidensstand. Das ist richtig, aber du bist rechtzeitig zur Saison noch fit, kann man sagen, ja? Ja, ich werde mal gucken, ob ich das ein oder andere Spiel in der Hinrunde noch mitkriege, aber die Stehplatz-Dauerkarte in der Rückrunde ist fest. Na, das ist doch ein Traum. Ja, wenn du jetzt schon mal hier bist, kann ich mich ja persönlich bei dir bedanken. Du hast den Diebstahl von Pia und Bewe, die aus meinem Garten bei einer Feier einen Flamingo entfernt haben, ausgeglichen und hast mir neue geschickt. Ich habe jetzt mehr Flamingos als vorher. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ich habe gedacht, noch einer in Reserve kann auf keinen Fall schaden, weil die kommen ja bestimmt öfter bei dir vorbei. Sie haben es ja heute auch. Die Flamingos oder Pia und Bewe? Die Flamingos Beide. Sind ja hoffentlich Dauergäste. Ja, die Flamingos sind die ganze Zeit da. Pia und Bewe haben ja schon den nächsten Raubzug angekündigt. Bin sehr, sehr gespannt. Die haben Hausverbot wahrscheinlich. Rücksichtslos. Rücksichtslos. Flamingo-Mafia. Ja. Wer weiß, was damit im Untergrund angestellt wird, ja? Und welche Rolle der Brancato spielt. Naja, weiß ich. Wenn wir dich schon mal hier haben, spontan, das hat uns jetzt so ein bisschen aus dem Blauen erwischt. Wie ist denn dein Gefühl? Wir haben gerade über den Status quo der Eintracht vor der Saison geredet und dass es eigentlich früher Vollgas losgeht, als man das irgendwie im Sommer gewohnt ist. Wie siehst du die ganze Situation gerade?
Ich bin momentan so ein bisschen Team Basti und etwas zurückhaltend, weil ich habe so die Befürchtung, dass wir über die ganze Euphorie der geilen Transfers, Kevin Trapp, Sebastian Rode und so weiter, über die Emotionalität tatsächlich vielleicht übersehen, dass der Kader meines Erachtens noch nicht breit genug ist. Dadurch, dass So jetzt momentan noch verletzt ist, ich glaube, der Rest muss ich auch noch ein bisschen einspielen. Also ich bin schon noch ein bisschen eher so ein Berufsskeptiker. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man sich einfach drauf freuen. Mit den Jungs können wir was anfangen. Die kommen da rein, sind sofort wieder mit drin. Also wenn die Kabinenbilder von Kevin Trapp heute wirklich nicht gefaked waren, dass er mit den Jungs direkt mal Arm in Arm rumgetanzt ist, was da auf Instagram, glaube ich, rumkursiert ist, dann ist das auf jeden Fall alleine schon mal emotional eine Riesengeschichte. Und bringt Ante vielleicht sogar dazu zu bleiben. Ich glaube, es wäre jetzt für die Stabilität wichtig, dass er mindestens mal bis zur Winterpause bleibt, bis sich das ein bisschen eingeschliffen hat. Ich würde ihn jetzt nicht sofort vom Hof jagen. Aber tatsächlich glaube ich, das kann noch nicht alles gewesen sein. Da bin ich definitiv bei euch. Ich glaube, alles, was auf unserer Seite der Mittellinie bis jetzt passiert ist, ist sehr gut. Aber nach vorne muss auf jeden Fall noch was kommen, weil den Jovelic jetzt direkt zu überfordern, ist, glaube ich, ein bisschen arg, und auf Paciencia alleine zu bauen, 100% eurer Meinung, ist noch zu früh oder überhaupt keine Option. Du würdest ihm einfach auch nicht wirklich einen Gefallen tun. Ich finde, dass man schon sagen muss, dass Paciencia der A-Stürmer ist, mit dem Stürmer X er zusammenarbeitet, oder? Der braucht auf jeden Fall einen starken Sparringspartner. Mhm. Ja, das kann man auch nicht. Und ich glaube, da ist Jovelic noch nicht so weit. Nee, das kann er auch nicht. Also ich meine, natürlich gute Ansätze gezeigt gegen Tallinn, aber wir wissen ja noch gar nicht, was er in der Bundesliga-Saison überhaupt imstande ist zu leisten. Du hast noch keine Ahnung. Ich glaube, Jovelic hat noch nie gegen Verteidiger gearbeitet, wie es die Leute gibt, wie in Süle beim FC Bayern. Da kommt Hummels zu neuer Energie wahrscheinlich bei Dortmund. Gegen die muss er sich dann auch erstmal lernen durchzusetzen, und dafür braucht er einfach die Zeit. Ihn jetzt dazu überfordern würde uns allen nicht gut tun, aber es ist ein geiler Backup, und da können wir uns trotzdem ja drauf freuen. Auf jeden Fall. D'accord. Eine Frage habe ich noch, und zwar, du hattest gesagt, So siehst du als großes Problem, dass er nicht fit ist, obwohl eigentlich im Mittelfeld wir doch sonst so ganz gut aufgestellt sind, oder siehst du da tatsächlich auch noch Handlungsbedarf? Denn eigentlich habe ich gedacht, dass wir tatsächlich, natürlich, wenn du immer diese Zähne posten, ein bisschen sagst, die gehört eigentlich in den Sturmbereich, finde ich eigentlich, sind wir im Mittelfeld gut ausgestattet. Oder siehst du tatsächlich noch Nachholbedarf? Ich glaube, wir brauchen mehr Breite. Also Nachholbedarf in dem Sinne eigentlich nicht, aber wir starten ja jetzt erstmal mit einer Dreifachbelastung. Ich glaube, wir alle wünschen uns, dass es dieses Jahr auch eine längere Dreifachbelastung ist als letztes Jahr. Mhm. Und vor dem Aspekt, glaube ich, kann es einfach sein, dass wir ihn auf jeden Fall in einem fitten Zustand brauchen, weil, sind wir mal ehrlich, Sebastian Rode ist nicht gerade unzerbrechlich. Das ist und schön formuliert. Das ist einfach ein Punkt, darauf können wir nicht dauerhaft bauen, dass der nicht wieder durch einen blöden gegnerischen Tritt, das war ja komplett unverschuldet, die Nummer in London, dass da irgendwas passiert und kriegt einen Tritt ab und fällt dann wieder aus. Also ich glaube, da wird es einfach wichtig zu sein, in allen Mannschaftsteilen breit aufgestellt zu sein. Und den haben wir ja nicht geholt, damit er auf der Bank sitzt oder damit er nicht spielt. Ich glaube, die haben ja einen Plan mit ihm gehabt. Und deswegen würde ich mir schon wünschen, dass er einfach als Option da ist, um auch nicht so ausrechenbar zu sein wie letzte Saison oder am Ende der letzten Saison, um da mehr Varianz drin zu haben. Ja, das ist definitiv richtig. Ich denke halt, was ganz gut ist, ist, dass wir ja jetzt schon relativ viele defensive Mittelfeldspieler haben. Ja. Die Frage ist halt, und darüber haben wir ja jetzt nur rudimentär gesprochen, ist die Frage, wer geht denn jetzt überhaupt noch weg? Denn wir haben ja trotz der Tatsache, dass wir überall gut aufgestellt sind, auch ein paar Spieler einfach zu viel. Was machen wir denn jetzt mit Fernandes wird mit Sicherheit bleiben, aber wie sieht's mit De Guzman aus? Was ist denn da euer Take? Ich denke, er wird bleiben. Mhm. Also gerade weil auch, glaube ich, die Nachfrage jetzt nicht so da ist, und er hat meiner Meinung nach ein bisschen underperformed in der letzten Saison. Ich denke, da steckt schon was drin, und es ist auch, denke ich, ein Spieler, der nicht zu teuer ist, den Kader trotzdem eine gewisse Breite gibt. Eher Spieler, und da hat es mich auch jetzt gewundert, was da gelaufen ist mit Fayette, der eigentlich zu Düsseldorf, glaube ich, soll. Jetzt haben die ja gesagt, der ist uns viel zu teuer. Wir wissen gar nicht, woher die Gerüchte kommen, so ungefähr. Also es ist alles ja ein bisschen skurril. Mhm. Ich denke, da sind schon einige Spieler, die vielleicht noch gehen werden, aber
wer da aus dem Mittelfeld, denke ich, wird da kaum noch jemand abziehen. Mhm. Ich hoffe auch nicht. Ich finde, die Guzman ist eigentlich trotzdem der erste So-Ersatz, von was die spielerische Klasse betrifft. Ich glaube schon, dass wir viele Kämpfer im Mittelfeld auch haben, aber ja, so ein bisschen spielerische Fäden, da würde ich die Guzman nicht an. Der Fernandes würde ich alleine für die integrative Arbeit behalten wollen. Da haben wir andere Kandidaten. Also Stendera ist, glaube ich, jetzt in Kiel im Gespräch, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, genau. Mhm. Also das wäre wahrscheinlich auch für ihn mal ganz gut, so irgendwo da einen Neustart zu probieren in der zweiten Liga. Vielleicht kann er dann mit irgendeinem Verein dann irgendwann mal wieder aufsteigen, keine Ahnung. Und ansonsten haben wir die üblichen Verdächtigen, wo ich mir nicht sicher bin, ob wir die nicht loswerden. Gut, Williamson wird losgeworden, aber du hast doch Chavar. Mhm. Nikolai Müller wird wahrscheinlich auch keine großartige Rolle spielen. Da rechne ich aber damit, dass das sich noch ziehen wird. Ich glaube, ich habe es ja jetzt in der letzten Woche probiert zu umschreiben. Es müssen Dinge passieren, damit Dinge passieren. Dabei bleibe ich auch. Ja. Und wenn sich irgendwo einer verletzt und irgendwie doch noch ein Spielertyp Müller braucht, dann werden die den holen. Und ähnlich verhält sich das bei den anderen Spielern, die wir noch loswerden wollen. Tabata. Wie seht ihr das mit Tabata zum Beispiel? Weil Tabata hat ja fast jetzt wirklich was getan. Ne? Da war ja Anderlecht dran. Da ging es nur um dieses Gehaltsgefüge, was nicht so wirklich passt. Finde ich fast ein bisschen verwunderlich, weil ich jetzt nicht gedacht hätte, dass Tabata jetzt irgendwie einer der Spieler ist, die großartig viel Geld bekommen. Keine Ahnung, vielleicht tut sich da noch was. Vielleicht ist das erste Geplänkel. Ich finde RSC Anderlecht für Tabata gar nicht verkehrt. Das ist eine geile Nummer. Ja. Das ist eine wirklich attraktive Mannschaft auch, die eigentlich immer um die Meisterschaft mitspielt. Finde ich ganz gut. Genauso wie ich es toll finden würde, für Marc Stendera zu Heidenheim zu gehen. Heidenheim und Kiel waren ja zuletzt im Gespräch. Ich finde gerade, Kiel würde ich nicht machen, weil ich André Schubert, von dem halte ich immer noch nichts. Aber ich finde es zum Beispiel total spannend. Heidenheim ist ein interessantes Projekt, was jetzt auch wieder 2-2 gegen VfB Stuttgart gespielt hat. Da sind Leute dabei wie der Marc Schnatterer, die seit Ewigkeiten Fußball spielen und auch immer auf einem guten Niveau gespielt haben, aber nie weggegangen sind von Heidenheim, weil sie halt sagen, sie fühlen sich dort ganz wohl. Das wäre vielleicht eine richtig gute Chance für Stendera, zumindest ein ordentlich richtig guter Stammspieler in der zweiten Liga zu werden. Ja, denke ich auch so. Weiß nicht. Was sagst denn du? SGE, Papa. Also ich glaube schon, dass der Marc endlich mal eine Chance braucht, auch dauerhaft irgendwo zu spielen. Mhm. Und nicht immer so irgendwie das fünfte Rad am Wagen zu sein. Ich glaube, das braucht er einfach auch mal emotional, um den nächsten Schritt zu machen. Weil am Ende des Tages sich immer von Verletzung zu Verletzung herzuhangeln, ich kann es im Moment ja gut nachvollziehen, das bringt dich als Spieler natürlich auch komplett auf den Boden, glaube ich. Also das ist auch mental irgendwann ein Thema, dass wenn er auf dem Platz steht, er einfach nicht mehr so frei ist. Ja. Und deswegen glaube ich schon, es würde ihm definitiv gut tun, wenn er jemand findet, wo er auch Wertschätzung erfährt und wo er irgendwo hinkommt, wo er endlich mal Spielpraxis kriegt und sich auch mal beweisen kann und wo er vielleicht auch rausfindet, ob er körperlich dazu in der Lage ist, überhaupt auf dem Level mitzuspielen. Und ganz ehrlich, wenn die Erkenntnis ist, dass es nicht klappt, dann hat er das wenigstens als Erkenntnis gewonnen. Ja, aber ist es nicht das Problem? Er persönlich für seine Entwicklung braucht's. Definitiv. Aber ist es nicht das Problem, dass wenn er in die zweite Liga geht, gerade mit dem harten Fußball oder den härteren Fußball noch mehr Probleme hat? Also ich glaube, das ist so ein bisschen diese Krux. Normalerweise, er hat das Niveau oder er kommt hier in unseren Kader nicht rein. Bei einem Aufsteiger hätte ich mir irgendwie noch vorstellen können, vielleicht ist er aber da vom Niveau her einfach gar nicht auf dem Zettel oder auch eventuell, ja, dann keine Ahnung, auch nicht attraktiv genug. Auf der anderen Seite glaube ich, er wird sich sehr, sehr schwer tun, von seinem Spielertypen her in der zweiten Liga Fuß zu fassen. Aber lass mal uns überraschen. Ich weiß es nicht. Ich meine, natürlich, wir können. Sonny Kittel hat es auch geschafft. Genau. Das ist, stimmt, noch stimmt. Dünner. Das ist noch dünner. Es sind zwar unterschiedliche Persönlichkeiten und auch eigentlich von der Anlage her zwei unterschiedliche Typen, Sonny Kittel und Stendera, aber ich meine, Kittel hat es halt geschafft und ist jetzt wirklich auch einer der Stammspieler beim HSV und der wird auch jetzt eine ordentliche Saison spielen beim HSV, da bin ich hundertprozentig sicher. Und wenn Stendera einigermaßen eine ähnliche Karriere in der zweiten Liga hinlegen kann, dann ist es halt aber auch so, man muss ja mal ganz klar sagen, selbst wenn sein Vertrag ausläuft bei der Eintracht, die wollen ja jetzt keine großartige Ablöse. Aber das wird für ihn auch nicht einfacher, einen neuen Verein zu finden, wenn er jetzt noch ein Jahr wartet. Ja, da ist es vielleicht auch jetzt sicher, weil der ist jetzt 23, der muss natürlich sehen, dass er die nächsten Jahre weiter Fußball spielen kann, auch um sein finanzielles Wohl zu sichern. Und da muss er einfach jetzt auch in den sauren Apfel beißen und lieber zu einem ambitionierten Zweitligisten gehen, wo er sich vielleicht auch nochmal ein Stück weiterentwickeln kann. Ja gut, und ganz ehrlich, wenn wir darüber diskutieren, dass Kamada erstmal auf einen richtigen
ich sag mal, Bundesligaspieler treffen soll und dass ein Jovelic erstmal auf einen richtigen Bundesligaspieler treffen soll. Mhm. Ich glaube, der Marc hat auf dem Niveau ja schon gespielt und hat auf dem Niveau auch schon mitgehalten. Ich glaube, dass seine Chance tatsächlich ist, mit diesem gewissen Rückschritt in der zweiten Liga dann trotzdem klarzukommen, auch wenn das vermeintlich vielleicht ein bisschen rauer ist. Aber am Ende des Tages hat er ja Bundesliga-Luft schon ausreichend geschnuppert, als dass er da zurechtkommen müsste. Ja, und Bassi sagt es gerade schon, ist trotzdem ein bisschen schade, weil er ja eindeutige Qualitäten schon hatte, ne? Ja, es ist schade, dass er eigentlich dieses Versprechen, was man in ihm gesehen hat, nicht halten konnte, weil er eigentlich genau so ein zentraler Spieler sein könnte. Also er ist so ein, ist ballsicher, hat mal gute Standards früher geschlagen, gewisse Spielintelligenz. Wenn er so ein bisschen noch an seiner Körperlichkeit und an seiner, ja, wie soll man sagen, Schnelligkeit und Defensivverhalten, wenn der da noch ein bisschen dran gearbeitet hätte, beziehungsweise vielleicht konnte er es auch nicht mehr, vielleicht haben die Knie das auch irgendwann nicht mehr hergegeben, weil er sich in jungen Jahren schon sehr, sehr oft verletzt hat. Vielleicht geht dir dann irgendwann die Geschwindigkeit auch verloren. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen sein Problem. Ich glaube, dass er ein Spieler ist, er ist eigentlich von seinem Spielertyp ein Spieler, der bei einem dominanten Verein spielen müsste, wo er nicht so viel rennen muss. Mhm. Also wenn der, stellt euch den jetzt mal nur, das ist jetzt wirklich sehr hypothetisch, aber stellt euch den bei Borussia Dortmund vor. Wenn er da im Maschinenraum agieren würde und müsste tatsächlich nur irgendwie Toni Kroos-mäßig klug Bälle verteilen, ja, das würde ich ihm durchaus zutrauen. Wenn er aber natürlich bei einem Verein ist, der gegen große Vereine spielt und du wirklich 90 Minuten den Ball hinterher rennst, weil die das Spiel machen, da passt er halt dann nicht mehr rein, weil er dann die Dynamik für eventuelle Konter oder Überraschungsmomente hat er nicht. Es ist eigentlich schade, er hätte eigentlich diesen Schritt machen müssen, dass er bei einem Verein irgendwie gelandet wäre wie Leverkusen oder so. Mhm. Wo du dann wirklich, ja, wo deine mangelnde Schnelligkeit gar nicht so auffällt. Hat er nicht geschafft, wahrscheinlich kann er bis zum gewissen Grad nichts dafür, nichtsdestotrotz, die Situation ist so, wie sie ist. Ich würde jetzt in Neustadt wagen, ich glaube auch, dass der Berater von ihm gut beraten ist, wenn er ihm sagt, Leute, Digga, geh jetzt, weil was Marvin sagt, ist für mich der entscheidende Faktor. Klar hat er einen hochdotierten Vertrag noch hier, aber wenn er jetzt nochmal ein Jahr verliert, dann reden wir vielleicht nächstes Jahr nicht mehr über die zweite, sondern über die dritte Liga. Ja. Genau, das stimmt. Und das ist es. Und das ist genau der Punkt. Ich denke, dass er diese theoretischen Qualitäten, die du eben auch gesprochen hast, dass er die auf alle Fälle hat, da sind wir uns alle einig. Denn ja, natürlich kann es ein Fast-Stretch sein, über den BVB zu sprechen, aber es genau solche Situationen gab es mal. Wir haben auch genau darüber gesprochen, dass Leipzig mal Interesse hatte. Und natürlich war das eine fußballerisch andere Zeit, ja, auch wenn es gar nicht so lange her ist. Aber er hat diese Fähigkeit und ich glaube, wenn er sie gewinnbringend einsetzen will, tut er das am besten in Liga 2. Deswegen unsere Empfehlung, Junge, geh dahin. Wir würden uns sehr freuen. Und ich glaube, jeder von uns wird sich auch ganz gerne das ein oder andere Spiel von ihm in der Startelf dann angucken. Da würden wir vielleicht mal hin und her reisen. Es meint ja keiner böse. Es geht ein Stück weit auch darum, um das eigene Spielerwohl. Und da muss er auch an sich dran, auch für sich dran denken. Ja. Nur gut, ich würde fast sagen, wir gehen mal zu unseren Kategorien. Was haltet ihr davon? Dabei. Gerne. Alles klar. Und dann haben wir natürlich was ganz Neues. Und ich bin gespannt, über wen wir gleich sprechen werden. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich? Ja, was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Aha. Was macht eigentlich der? Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. Also diese Jingles. Stark. Unfassbar. Ganz, ganz stark, lieber Rufen. Lieben, vielen Dank. Ja, ohne Scheiß. Der Mann mit den Messern kann auch noch andere Dinge. Ist wunderbar. Vielen Dank, Rufen. Ich bin jedes Mal geflasht. Bin aber auch weiter gespannt, was du auf Facebook zu Messern postest, weil da so ein kleines Hobby jetzt, was ich entwickelt habe. Ich warte immer noch auf mein Messer. Ja. Wurde vor einem Dreivierteljahr wurde mir gesagt, ich muss ungefähr über ein Jahr warten jetzt. Ich warte noch weiter. Liebe Grüße. Aber du wartest. Und hast du denn jetzt, um die Wartezeit zu überbrücken, einen Spieler für uns? Ich habe einen Spieler rausgesucht, wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, so spektakulär ist es danach gar nicht mehr verlaufen, aber es ist trotzdem für mich ein kleiner Kultspieler. Ich gebe euch zwei kleine Hinweise. Okay. Oh, er ist 2000 für 1,8 Millionen zu uns gewechselt. 2000. Und trug, glaube ich, die Nummer 40. Ich hätte jetzt gesagt, 1,8 Millionen, hätte ich gesagt, Rolf Christel Gümier, aber das ist er nicht wahrscheinlich. Nee. Und Frank? Er hat die Nummer 40 gehabt. Frank, hast du eine Idee? 40. Nee, bis jetzt noch nicht. Verteidiger? Aus Norwegen. Ah, der Tommy Berntsen. So, krass, genau. Wieder Marvin. Du hast recht, er ist, wie gesagt, 2000 zu Eintracht gekommen.
sau teuer eigentlich für die damalige Zeit, oder? Die Zeit, das ist nämlich, da habe ich nämlich auch geguckt, so, da habe ich gedacht, wow, für die Zeit und für die Zeit, in der die Eintracht sich auch befunden hat, echt ein stolzer Preis. Ja. Musst du mal ein bisschen Geld raus, ja. Das ganze Geld muss weg. Man muss sagen, die Zeit war nicht so erfolgreich, kann man, glaube ich, im Abschluss sagen. Ja. Wird uns ja auch auf unserer Reise in die Vergangenheit mit den 20 Jahren, glaube ich, nächste Saison schon begegnen. Wir sind ja jetzt in der Saison 99-2000, genau. Kommt nächste Saison, wird er verpflichtet quasi. Werden wir mal beobachten, wie viel und wie gut er da gespielt hat. Er ist dann 2002 sogar zurück nach Norwegen gegangen, zu Lyn Oslo. Ah, okay. Wo er tatsächlich aber auch bis zu seinem Karriereende gespielt ist. Er ist ablösefrei dahin gegangen. Und die Eintracht wollte ihn dann, glaube ich, irgendwann loswerden. Und hat tatsächlich 8 Jahre noch dort gespielt und hat im Jahr 2009, 2010 seine Karriere beendet. Okay. Was er aktuell macht, konnte ich nicht so gut rausfinden. Steht nirgendwo. Also ich habe jetzt überall ein bisschen probiert zu recherchieren. Vielleicht ist er auch einfach Privatier geworden. Wer weiß das? Okay, also und hat seine Karriere da irgendwie jetzt mal einen krassen Schub erhalten? Also ist er jetzt Rekordnationalspieler oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, also es ist wirklich alles sehr, sehr unspektakulär verlaufen, muss ich sagen. Ist klar, dass auch sowas in der Kategorie auftaucht, war auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, vielleicht hat er noch was gerissen, weil so ein bisschen ist er auch ein Kultspieler trotzdem geworden, wenn du über alte Eintracht-Spieler redest, so Tommy Berntsen. Irgendwie hat man sich, obwohl er nicht so erfolgreich war, hat man sich ihn trotzdem gemerkt, finde ich. Ja, cool, du hast ja gemerkt, ich kannte den Namen, obwohl ich jetzt kein einziges Mal weiß, wie er gespielt hat. Also, der hat doch wahrscheinlich gar nicht so oft gespielt, oder? Wie oft hat er bei der Eintracht? Keine Ahnung. Das konnte ich auch nicht mehr raus. 5 Spiele oder so. Also, ich glaube, man kann es auf jeden Fall abhaken, es war nicht sehr, sehr erfolgreich. Okay, also Tommy Berntsen, einer der weniger erfolgreicheren nordischen Spieler, haben wir ja auch ganz andere gehabt. Jan-Arge Fjordhoff zum Beispiel, ja, den erfolgreichsten zu nennen wahrscheinlich. Aber Tommy Berntsen ist auf jeden Fall jemand, ja, der Name bleibt in Erinnerung. Vielleicht kommt er ja irgendwann mal als Trainer wieder in Erscheinung. Ist ja doch gar nicht so selten so, dass Spieler, die nicht so die allerbesten Fußballer waren, dann irgendwie als erfolgreiche Trainer wieder zurückkommen. So alt dürfte er zumindest noch nicht sein. Ich weiß jetzt nicht, was er jetzt als, aber der dürfte bestimmt Trainer sein, wie so viele. 45 ist er. Ah, 45, okay. Und du ist Trainer bei Vålerenga U19, kann das sein? Ah, guck mal an. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Okay, naja, vielleicht wird er dann der nächste Trainer des FC Vaduz. Potenzial ist auf alle Fälle da. Ja, spannend, okay. Und da bin ich mal gespannt, ob er nächste Woche unser Spieler sein wird, über den wir sprechen können. Dann hören wir wieder das wunderbare Intro. Ein anderes gutes Intro haben wir bei dem, was jetzt kommt. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss! Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga! Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus! Wow, viele Erinnerungen werden durch dieses Soundfile wach. Oh ja. Heute vor 20 Jahren, Basti, ich gebe wieder den Kelch zu dir. Kelch, da nehme ich nochmal einen großen Schluck und gucke, wir blicken voraus. Wir müssen uns jetzt einigen, ob wir das Ergebnis schon sagen, weil eigentlich spielen wir ja noch nicht im DFB-Pokal. Nee, wir sagen das noch nicht. Ich will erstmal wissen, wer unser Gegner ist. Genau. Genau, wir spielen gegen den SC Verl. Oh! Ist den meisten sogar, glaube ich, eher nicht der wirkliche Verein in realem Leben bekannt, sondern ich glaube, viele kennen diesen Verein vom Fußballmanager noch früher. Ja. Also stimmt, ich kenne wo man früher diesen Fußballmanager gespielt hat, wo man immer zur Bank gegangen ist, auf dieses Schild geklickt hat und dann unbegrenzt Geld haben konnte. Da ist der SC Verl auch oft aufgetaucht. Also das ist zum ersten Mal, wo ich mit dem SC Verl in Verbindung gekommen bin. Ich kann ja schon mal die Aufstellung verraten. Wie es ausgegangen ist, werden wir nächste Woche sehen. Nikolov im Tor, Viererkette, Bindewald, Zampach, Rasiewski, Kracht. Oh, Rasiewski, Jens Rasiewski. Jens Rasiewski, Ralf Weber, Olaf Janssen, Horst Held. Im Mittelfeld und vorne der Dreiersturm mit Salou, Fjordhoft und Gimir. Eigentlich nicht so ungeil. Ja? Ja, vielleicht können wir es schaffen. Frank, erinnerst du dich noch? Da dürftest du gerade 15 gewesen sein. Ist er noch da?
Ja, ich habe euch momentan gerade ein bisschen abgehackt auf dem Ohr. Ah, okay. Erinnerst du dich an die Zeit vor 20 Jahren? Wir haben ja eben gerade darüber gesprochen, wir werden jetzt, heute vor 20 Jahren, stehen wir kurz vor dem Duell gegen den SC Verl. Ergebnis brauchst du uns noch nicht sagen, aber sind es noch valide Erinnerungen, die du im Kopf hast, oder ist es eher so dunkel? Ist zugegebenermaßen ein bisschen dunkel, weil das ist so ziemlich genau die Zeit, wo es mich dann zur Eintracht auch endgültig erst hingezogen hat. Von daher würde ich sogar den Experten das Wort lassen in dem Fall. Wenn du weißt, dass ich ja gerne viel rede, aber in dem Fall halte ich es mal damit, wenn ich keine Ahnung habe, halte ich auch die Klappe. Schadet ja auch nicht. Was mir bei Verl aufgefallen ist, da ist ein Spieler, den könnte der ein oder andere, der in meinem Jahrgang ist, noch kennen. Rainer Plaß-Henrich hat dort gespielt. Der hat danach auch ein bisschen höher noch gespielt. Aha, Rainer Plaß-Henrich ist auch. Vielleicht kennt ihr noch einer da draußen. Schreibt es mir bei Twitter. Hashtag Rainer. Na gut, also sagt mir noch nichts. Ich finde es aber. Jetzt habe ich ihn gegoogelt. Rainer Plaß-Henrich sieht. Wo ist er danach nochmal hin? Alemannia Aachen auf jeden Fall. Ne? Ah, guck an. Ja, genau. Guck an. Lübeck, also da ging es ja richtig rund. Fürth, Lübeck, Paderborn und Alemannia Aachen. Also. Sieht's aus. Und jetzt ist er Teammanager von Rhenania Lohn. Keine Ahnung, wo dieser Ort ist. Okay. Wo befindet sich das? Wo ist Lohn? Auf jeden Fall in der Nähe von Brot. Lohn und Brot. Ja, Mann, schwierig heute. Aber gut, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie der gegen Verl gespielt wird. Das werden wir aber wahrscheinlich in der nächsten Woche schon feststellen, weil dann sind die 20 Jahre ja wieder rum, beziehungsweise dann gucken wir auf die Gegneranalyse, würde ich sagen. Ne? So ist es. Klingt sehr gut. Sehr gut. Ja, und dann haben wir von den anderen Kategorien, gibt es da irgendwas, hat jemand Empfehlungen oder so weiter und so fort? Doch, warte mal, ich gucke mal, ob wir einen Jingle für die Empfehlung finden. Ah. Das klingt schon sehr gut. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. So. Fast. Das hört sich ja ganz gut an, auf jeden Fall. Genau, aber weil wir natürlich jetzt einen wunderbaren Gast haben, wollen wir natürlich auch, dass der versprochene Gast, den wir gar nicht versprochen haben, aber der jetzt auf jeden Fall der Leitung ist, und zwar der Frank, der kann jetzt am ein wenig Draht. Genau von seinen Empfehlungen erzählen. Frank, hast du denn irgendwas, was du uns empfehlen willst? Das ist ein weites Feld. Also, das ist zwar ein bisschen Konkurrenz, aber was ich empfehlen kann, zumindest wenn man einen gewissen Wiener Schmäh erträgt auf den Ohren, das ist der Eintracht-Podcast, Adler-Podcast, Adler-Podcast, das ist auch auf Twitter als Joe2Go unterstrich unterwegs, zusammen mit dem Mulemeister. Die zwei stecken echt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, die kämpfen auch noch mit der Technik. Ich glaube, das ist was euch nach gefühlt 100 Jahren Eintracht-Podcast überhaupt nicht mehr schreckt. Ihr traut euch ja sogar an so verrückte Sachen wie so jemanden wie mich hier in die Leitung zu lassen. Die zwei sind noch ein bisschen in den Kinderschuhen, wie gesagt, die fangen gerade erst damit an. Ich glaube, die würden sich freuen, auch das ein oder andere Feedback noch zu kriegen. Und das wäre durchaus eine Empfehlung meinerseits, weil ich glaube, The Joe2Go haut mich, wenn ich jetzt schon in der Leitung bin und ich dafür auch noch ein bisschen Werbung mache. Also kann man sich durchaus anhören. Die zwei sind auch noch ein bisschen anarchisch unterwegs, aber wer Fußball 2000 mag, mag das ja auch. Und insofern, ja, kann ich empfehlen, durchaus mal reinhören. Die haben momentan noch eine Pause, weil der Joe momentan umzieht. Aber ich glaube, ab nächste Woche sind die dann auch on air, wenn es so in die heiße Phase geht. Und das kann man sich durchaus mal anhören. Alles klar. Ja, umziehen, sowieso immer so ein spannendes Thema, kommt ja für uns dann, beziehungsweise für mich dann auch bald wieder auf mich zu. Aber keine Angst, ich hole mir irgendwie so ein Umzugsunternehmen, da müsst ihr gar nicht helfen. Basti hat ja auch schon mal mitgeholfen, Dennis ja auch, also ihr kennt ja, oh, das, ja, dieses großartige Dilemma. Das sollen die dann bestimmt nie wieder tun. Ja, also ich kann mich noch erinnern, ich bin einmal umgezogen, Basti, erinnerst du dich noch, da gab es so eine unmenschliche Couch, ne? Ja, da gab es viele Dinge. Du hast viel, der Marvin hat, um Dinge passieren, die Dinge passieren, und der Marvin besitzt viele Dinge. Genau, ich besitze viele Dinge, habe dann aber danach, nachdem die Kritik etwas laut wurde, habe ich dann outgesourced, beziehungsweise habe viele Dinge weggeworfen. Jetzt habe ich nur noch die Hälfte dieser Dinge. Kritik wurde laut. Marvin muss sich von Dingen trennen. Aber haben wir denn irgendwelche Empfehlungen? Ich glaube, da tut sich was am Rande des Horizonts, oder, Basti?
Habe ich eine Empfehlung? Naja, vielleicht Freitag. Ach ja, habe ich schon wieder fast vergessen, liebe Leute. Geht mal auf den Twitter-Account vom Eintracht Frankfurt Podcast. Da werdet ihr, glaube ich, noch einen Tweet sehen. Den hat René, glaube ich, irgendwann am Sonntag rausgehauen. Und zwar haben wir tatsächlich auch, wir haben ja schon angekündigt, dass wir am Freitag in Rüsselsheim im Open-Air-Kino sein werden. Das ist direkt am Rüsselsheimer Bahnhof. Ich glaube, Bahnhofsplatz 1 ist die Adresse. Werdet ihr auf jeden Fall finden. Rüsselsheim Open-Air-Kino. Da wird um 21 Uhr die Rückkehr des Pokals gezeigt. Und um 19 Uhr ist schon ein Einlass und wir werden auch ab 19 Uhr dort sein. Und wir haben vom Veranstalter das Go, dass wir auch 5 Karten verlosen können. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist diesen Tweet, den ich eben erwähnt habe. Den werdet ihr finden, der ist noch nicht so alt. Der ist vom Sonntag, glaube ich. Einfach retweeten, wie der Brasilianer sagt. Und schon seid ihr in der Verlosung dabei. Und wir werden am Mittwochabend diejenigen anschreiben und die Namen fordern, die wir dann auf die Gästeliste schreiben lassen werden und hoffen, dass wir vor dem Pokalspiel am Sonntag einen schönen Freitagabend verbringen mit allen Leuten, weil wenn der Film vorbei ist, führt der Weg der meisten ja vielleicht sogar über den Hauptbahnhof, wo man auch noch das ein oder andere Kaltgetränk finden könnte, wenn man das wollen würde. Ja, ich bin da sehr optimistisch, muss ich sagen. Würde mich auch auf jeden Fall freuen. Ich habe das ja wie gesagt noch gar nicht gesehen. Deswegen wird es Zeit, dass ich endlich mal diesen Film, diesen Kinofilm sehe und mir gleichzeitig ein Bierchen einverleibe. Ich glaube, das ist eine ganz gute Kombination. Das ist eine sehr gute Kombination, ja. Da. Ich würde eher empfehlen, eine Tempo-Taschentuchbox dazu zu legen, weil das wirst genauso wenig wie alle anderen du ohne überstehen. Da bin ich sehr gespannt, ob das wirklich so kommt. Ich bin ja manchmal nah am Wasser gebaut und habe das ja auch alles live mitverfolgt. Insofern sehr gut möglich. Zum Glück ist es dunkel und ich nehme ein paar Tempos mit. Dann bist du fällig. Sehr gut. Ich hoffe, ihr kommt alle zahlreich. Würde mich freuen. Wie gesagt, wir wollen danach vielleicht nochmal das ein oder andere Wasser trinken oder einen schönen Kebab essen oder so im Bahnhofsviertel. Es schmeckt alles sehr gut dort. Kann man tun. Genau. Ansonsten, Dennis, hast du noch irgendwelche Empfehlungen? Nein, keine Bitte, Empfehlung. Dennis, ich habe nur eigentlich die ganze Woche auf deine Empfehlung gewartet. Ja! Es tut mir leid. Ob man irgendwas kompostieren sollte oder so. In der nächsten Woche gibt es wieder Empfehlungen aus dem Öko-Bereich, genau. Sehr gut. Alles gut. Also ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt irgendwie so, was weiß ich, Plastik, unterschiedlichen Sorgen oder irgend sowas. Ja, ja. Irgend so ein Leid. Keine Sorge. Ja. Also, keine Sorge. Ich werde was vorbereiten für nächste Woche. Sehr gut. Dennis Lifehack in der nächsten Woche. Ja, du musstest ja heute jetzt wieder viel rumfahren. Spoiler. Du bist ja auch ganz schön eigentlich ganz schön geschlagen mit der Tatsache, dass du immer von hier nach da viele Kilometer grauenvoll fahren musst. Ne? Und man muss auch wirklich sagen, doch, ich habe noch eine Empfehlung für deutsche Regierung sogar. Ja, geil! Sehr gut! Baut endlich dieses Zugstreckennetz aus, und zwar in vielen Ländern, jetzt kommt wieder ein wirkliches aus dem Leben-Bereich, in vielen Ländern ist es so, dass die Bahnstrecken für Personenverkehr und Güterverkehr getrennt sind. Das wurde hier leider aus Kostengründen in Deutschland so bisher nicht wirklich konsequent umgesetzt. Dementsprechend, wenn man eine Strecke und es sei nur mal runter nach Stuttgart oder sonst was unterwegs ist und ungefähr 1 Milliarde LKWs auf der Strecke sind, kriegt man einfach nur das Kotzen, weil man ja einfach 5 Stunden unterwegs ist, statt 2 oder 1 oder wie auch immer man es schaffen könnte. Es ist einfach nur Wahnsinn. Dementsprechend bitte, bitte mehr Zugausbau und ja, den dann natürlich bitte auch nutzen, liebe User hier. Dann funktioniert das dann auch. Dankeschön. So, jetzt haben wir endlich mal eine Empfehlung an die Bundesregierung, ja. Hat sich gelohnt. Runter macht ihr es nicht. Ja. Ja, also ich finde das auch vollkommen legitim. Ja, und wenn einer sich mit so tollen Projekten auskennt, Andi Scheuer, der gibt auf jeden Fall kein Geld aus. Da geht ich alles. Sehr, sehr sicher, ja. Ist ja schon lustig genug, was jetzt hier wieder alles bekannt wurde. Ja, wenn du Scheuer sagst, dann finde ich es ja auch lustig, dass AKK jetzt irgendwie, was ist jetzt? Ist jetzt Ehren, ich wollte schon sagen Spielführerin, ist jetzt Ehrenmitglied von irgendeiner Karnevalsgesellschaft. Muss ich auch sagen, ja, Annegret Karrenbauer. Weiß man manchmal nicht, ob die Satire die Wirklichkeit überholt, ja. Aber gut, das wissen wir ja auch bei Clemens Tönnies nicht. Da wurde uns ja, uns wurde ja, muss ich klar sagen, mehrfach geschrieben, dass wir doch den Dummschwätzer der Woche revitalisieren sollten, beziehungsweise wieder zum Leben erwecken sollten. Aber ich glaube, da ist jetzt auch schon so viel gesagt. Man kann auch einfach nur festhalten, dass Clemens Tönnies zumindest keinen wirklich guten Medienberater auch hat, ne? Aber der wäre diese Woche definitiv gesetzt gewesen. Ja. Dafür hört man von Rangnick und
dem Kollegen Hoeneß einfach viel zu wenig. Der hätte diese Woche eine ganz klare Chance auf Platz 1 gehabt mit der Nummer. Ja, also halt auch mehrfach. Ne? Hätte nicht sich ein bisschen mit Nobby Dickel und Ovo Moyela kabbeln müssen, aber ich glaube, man hätte es gefällt. Ja, die beiden, also keine Ahnung, was die da alle komplett reitet. Ja? NRW dreht aktuell ab, aber Tönnies gerade auch mit seiner Antwort auf das, was er gegeben hat, dem Versuch einer unfassbar schlechten Entschuldigung, ja, muss man auch sagen. Und wenn du dann von Rehagel in Schutz genommen wirst, ja, von einem wirklich alternden Rehagel, weiß ich auch nicht, ob das ganz so viel bringt, ja. Jörg Dahlmann hat sich auch eingeschaltet. Dann weißt du, du steckst richtig tief in der Scheiße. Meine Güte, Jörg Dahlmann. Na dann. Naja. Aber er bekommt den Titel auch, ohne dass wir das jetzt eine halbe Stunde jetzt abhandeln. Ich glaube, der wird auch so schnell nicht mehr los. Aber ich kann fest davon ausgehen, dass ihr dann das nächste Woche, wenn es wieder bei 93 weitergeht, dass ihr das auch behandeln werdet. Oh. So rund um den Bereich. Oder, Basti? Es ist auf jeden Fall, die Liste ist lang. Sehr gut. Das heißt, geht's über Sky-Moderatoren, oh, ja, die sich zu Leipzig äußern oder nicht äußern und bei Instagram Leute anfotzen per Sprachnachricht. Alles dabei. Sehr gut. Also das heißt, wenn ihr... 13.8. geht's los. Das ist meine Empfehlung noch abschließend. Ja. 13.8. Staffel 4 von 93. Staffel 4, 93. Ich kann gleichzeitig noch empfehlen, dass morgen, also am Mittwoch, schon die neue Fußball 2000 rauskommt. Das wird auch spannend. Aber wie gesagt, 13.8., wenn ihr dann irgendwie 10 Stunden Zeit habt, könnt ihr euch dann die neue 93 anhören. In diesem Sinne, vielen Dank. Es war mir ein Fest. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.